Jetzt, hallo, wir sind hier. Hola. Hi. Hallo. Ja, herzlich willkommen zu unserem Halloween Special One-Shot. Wir spielen heute Scream the Horror. Mit dabei ist wieder Arne, der auch Hallo. für uns das komplette Hosting übernimmt, damit ich zum Beispiel ein bisschen mehr Konzentration habe. Dann ist auch wieder dabei Tahina. Heute als wunderschöne Herbst-Elfe, Nymphe. Genau, ich bin ein Autumn Eladrin. Autumn Eladrin. Aber die spooky kind. Dann haben wir mit dabei Anna. Sie ist tatsächlich Amerikanerin und beehrt uns heute mit ihrer Anwesenheit. Ist ihre deutsche Streaming-Premiere. Und Hallo. ich habe gehört, du machst das Cosplay. Ja, ich mag gern Cosplay. Ansonsten, auch mit der Partie ist Nilo, den man ja von seinem eigenen Stream Nilo Stream kennt. Das ist richtig. Heute als Ludwig. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch mit dabei ist Wirt, auch ein alter Bekannter von mir, schon mal miteinander gespielt. Ja, ein paar Mal. Bin Ein sehr paar gespannt, Mal. was heute passiert. Genau. So, ich denke mal, also ganz zur Erklärung vorweg, was jetzt Scream the Horror ist, für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist ein One-Page-RPG, das so mit ganz, ganz klassischen Horror-Tropes spielt. Und es werden ein paar gruselige Dinge mit vorkommen, aber es soll hauptsächlich halt eher zur Belustigung dienen. Genau. Und ihr werdet dann so im Laufe des Spieles so sehen, wie sich das dann so entwickelt mit den Spielenden. Dann, ja, und zur Hintergrundgeschichte, was wir uns jetzt ausgedacht haben für das heutige Setting. Wir haben eine Gruppe von Menschen, die sich dann alle selber vorstellen werden, auch so im Laufe des Spieles zu so zeigen, wer sie sind, was sie sind und so, die auf einer Detox-Kur sind. Alle haben da so ein kleines nettes Häuschen im Wald gefunden, was so eine Art Detox-Hotel ist. So richtig schön abgeschnitten von allem und jeden. Und sie haben sich ja gedacht, hey, wir fahren da jetzt hin, um mal so richtig auszuspannen, mal von dieser ganzen negativen Energie von der Umwelt da wegzukommen. Und ihr sitzt gerade alle in einem Bus drinne, der euch vom Bahnhof abgeholt hat. Die Fahrt dauert relativ lange, so knapp dreiviertel Stunde, so über Schotterweg durch so einen Waldweg. Und ihr sitzt da alle in diesem alten VW-Bus so reingequetscht. Und ja, ich würde sagen, genau da fangen wir doch mal an. Ihr merkt so wieder, wie der Wagen so holpert. Seid eher schlecht als recht angeschnallt. Zwischen euch sind eure Koffer und Taschen. Es ist mir unangenehm, aber ihr seid von so einer freudigen Anspannung erfüllt. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich freue mich sehr, dass wir diese kleine Reise auf uns nehmen können. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert mit dem Packen, aber die Heilkristalle mussten verstaut werden und mein Tarot-Deck konnte ich nicht finden. Ich bin euch immer noch sehr dankbar, dass ihr 9 Stunden auf mich gewartet habt. Aber jetzt sind wir ja fast da. Wie schön es hier ist. Ach, das ist doch gar nichts. Wann waren wir das letzte Mal hier so gemeinsam zusammen? Vor 7 Jahren oder so? Das ist großartig, mit euch Leuten mal wieder was unternehmen zu können. Großartig. Laura sitzt auf dem. Laura sitzt auf dem Rücksitz und ihr knallt so der Koffer von hinten so halb ins Genick und sie schiebt es so zurück und sagt: Ja, es ist ganz großartig. Oh, das kann ich dir abnehmen Auch, und was da drin ist. gar kein Problem, das verstaue ich für dich und ich beschreibe dann eben, ich spiele Chat. Chat ist ein ungefähr 1,90 großes Muskelpaket, weil seine einzig wahre Liebe das Bodybuilding ist. Und er greift mit einem langen, muskulösen Arm nach hinter sich zu Laura
und greift diesen Koffer und sagt, gar kein Problem. Und hebt das dann zu sich nach vorne und packt das bei sich auf den Schoß. So wie ich es verstanden habe, müssen Tiffany oder Wilson fahren. Ja, nee, ihr wurdet abgeholt. Ach so. Er wurde tatsächlich abgeholt von einem älteren Herr, der sich als George vorgestellt hat. Er ist so der Fahrer und kümmert sich so darum, dass die Leute zum Hotel kommen und wieder zurück. Und er hat im Grunde genommen auch einfach gesagt, es ist scheißegal, wie er das Gepäck da hinten reinstopft, Hauptsache es passt. Und es, ja. Gut, genau, der ist auch relativ schweigsam, der erzählt nicht viel. Tiffany, habt ihr sowas auch bei euch in America Land? Bäume? die Bäume? Oder im Flagstaff, ja, es gibt so viele Bäume und es ist sehr, sehr schön, aber es ist meine erste Mal seit 7 Jahren, dass ich in Deutschland bin. So. Oh. Ich finde das super toll. Wie schön. Ja, cool. Ja, schön, Leute. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen auch uns so zurückziehen und so. Ich habe auch voll geile neue Ideen für Songs, ey. Das können wir nachher beim Lagerfeuer mal richtig geil probieren. Das wird voll großartig, glaube ich. Oh, sehr gut. Ich habe seit 7 Jahren nicht mehr gesungen. Und es ist so toll, dich wiederzusehen, Tiffany. Also, ich habe dich echt vermisst. Schön, dass du es wieder geschafft hast. Ach, ihr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ist richtig großartig. Und Ludwig macht sich hin so ein bisschen breit. Er sieht auch schon von weitem aus wie jemand, der Sozialpädagogik studiert hat, hat Dreadlocks, einige Heilkristalle und Tarot-Decks dabei, die immer wieder so rausfallen. Also er hinterlässt auch immer wieder so kleine Steinchen auf dem Weg. Die bringen aber Glück. Ist wie Hänsel und Gretel. Nur mit Erdenergie. Und riecht ein bisschen streng, aber ansonsten ist er sehr nett und reagiert meistens so eine Sekunde zu spät und hat jetzt mit sehr viel Kraft mit seinen dünnen, nudeligen Ärmchen, die ich mir extra für diesen Stream abtrainiert habe, das Fenster runtergeschraubt und hat sein Gesicht so draußen und seine Dreadlocks flappern so hinten gegen die Scheibe, während er so ein bisschen rausguckt und er zu George guckt, ob das cool ist. Okay. Und wacht die Augen draußen, hat so ein bisschen mitfährt. Laura lehnt sich so rüber zu Tiffany und sagt, ich glaube, Ludwig channelt gerade so den Geist des Golden Retrievers oder so. Es hat auf jeden Fall so ein bisschen den Vibe, oder? Ja, glaube ich auch. Aber er sieht glücklich aus, insofern. Und Laura sieht ziemlich, sie sieht aus wie jemand so kurz nach dem Burnout. Sie hat kürzlich erst ihre Praxis aufgegeben, um alles hinzuschmeißen, wirklich alles. Sie ist so kurz vor ihrem 30. Geburtstag und sie ist eigentlich fertig mit der Welt. Sie ist raus aufs Land, sie hat ihr eigenes Tiny Home zusammengebaut. Ihr seht auch, sie hat so mehrere Pflaster an ihren Fingern, noch den ein oder anderen verirrten Farbklecks irgendwo. Und ihr Gepäck sah auch so sehr halbherzig. Das war ein super leichter Koffer eigentlich und Downsizing ist gerade ihr großes Thema. Also dieses Does it spark joy? Brauchen wir das noch? Ist ihr großes Thema. Deswegen hat vielleicht das mit Ludwig auch so lange gedauert, weil Laura daneben stand so mit, bist du sicher, dass du es brauchst? Aber ja. Und sie hat so auch, also ich habe jetzt einfach mal beschlossen, sie hat so ähnliche Haare, wie ich heute meine Perücke hat. Also einen kurzen Bob, der aber so langsam so rauswächst und irgendwie nicht mehr ganz so ordentlich aussieht. Und sie sieht einfach nur fertig aus irgendwie. Aber sie lächelt breit und ist total begeistert und denkt so, ja, Detox-Kur, das ist genau das, was ich jetzt brauche, mich von all dem Ballast auch innerlich zu befreien. George, kannst du mal andere Musik anmachen? Ich habe hier noch so ein Mixtape dabei. Und ich reiche ihm so meine Kassette. Oh, ich hätte auch was mit dabei. Das können wir später eine richtig gute Trainingssession zu machen. Das wird euch bestimmt gefallen. Das Tape höre ich immer. Ja, großartig. Lass reinschmeißen. George nimmt die Kassette in die Hand. Guckt sie so ein bisschen so argwöhnig an.
Neumodisches Zeug. Packt sie dann aber trotzdem in den Rekorder rein und lässt die so langsam anlaufen. Wie sieht denn Wilson aus? Was ist das für ein Typ? Wilson ist so ein sehr entspannter, sehr bärtiger Typ. Nicht so durchtrainiert, aber auch nicht so undurchtrainiert wie Ludwig. Hat immer irgendwo irgendein Musikinstrument dabei. Normalerweise irgendwie eine Gitarre, aber ist nicht so viel Platz gewesen in diesem VW-Bus, deswegen hat er jetzt eine Blockflöte am Start. Ist sehr, sehr entspannt, hat viel Zeit jetzt gehabt bei seinem neuen Job im Fahrradhandel, sich vorzubereiten auf dieses Wochenende. Und freut sich darauf, jetzt wirklich wieder Zeit zu haben und sein nächstes großes Das Durchbruchsalbum schlechthin jetzt aufzunehmen. Da fehlt ja bloß noch Tiffany. So, Tiffany ist ein bisschen wie ich. Sie hat sehr lange Haare im Zopf. Was heißt das? Zopf. Und sie trägt immer Kleider und sie möchte gern immer im Urlaub gehen und nur entspannen. Das ist, was sie will. Okay. Die Fahrt führt euch weiter durch den Wald. Ihr merkt, der wird langsam immer dichter. Und ihr könnt auch schon erahnen, also ihr wart den ganzen Tag unterwegs und diese 9 Stunden extra Wartezeit, die ihr wegen Ludwig hatte, das hat, hat dazu geführt, dass es jetzt schon langsam ein bisschen dunkler wird. Guckt so ein bisschen nach draußen, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Dort hinten sieht ein bisschen Nebel auf. Ist für die Gegend sicherlich ganz normal. Wer von euch ist denn so richtig handysüchtig? Wilson ist auf jeden Fall handysüchtig und muss ja immer seine neuesten Textideen auch irgendwie verwerten und aufschreiben. Mhm. Da ist auf jeden Fall viel Zeit jetzt auch auf der Autofahrt. Okay, ja, du merkst dann so plötzlich ab so einem gewissen Punkt, dass dein kompletter Empfang weg ist. Also da geht gar nichts mehr, Internet ist weg, Empfang ist komplett tot, alles. Herr Leute, hat jemand hier noch ein paar Balken oder so? Ich muss noch hier was in die Cloud hochladen wieder. Klar habe ich ein paar Balken. Kannst du mich immer fragen und Chat drückt dir so einen Proteinbalken in die Hand. Meint, okay. Wenn du beim Gain einsteigen willst, sag Bescheid. Gut, okay, machen wir, danke. Nee, bei mir ist es genauso, nicht mal mein Ouija-Board hat noch irgendwo in Kontakt. Alles weg, komplett null. Ach, das meint ihr? Naja, wir nehmen trotzdem noch einen Balken. Möchte jemand? Nein, George guckt jetzt nichts. George guckt nur so ganz kurz zu euch. Telefon könnt ihr ja draußen vergessen. Warum? Kein Empfang, nichts. Falls irgendwas ist, im Hotel gibt's ein Telefon. Ich glaube, ich habe noch eine Brieftaube eingepackt. Das war ein Scherz. Das Ouija-Board reicht normalerweise. Ja, kein Stress. Wir wollen ja sowieso ein bisschen Detox machen hier, ne? Oh ja. Ja. Aber ich möchte meine Freundin telefonieren. Ja. Hotel. Okay. So, ihr merkt noch, wie er so letztes Mal um so eine Kurve fährt, einigermaßen unsauber und ihr werdet nochmal so richtig schön durchgeschüttelt. Die Hälfte des Gepäcks fliegt noch einmal nach oben und ihr seht dann schon in der Entfernung dieses uralte Gebäude auf euch zukommen. Ihr seht, dass davor ein Zaun errichtet wurde. Momentan ist dieser geschlossen. Ihr seht, dass das so ein richtig altes Tor ist mit Eisenstreben und alles. Richtig schön verziert, so wie ein altes Herrenhaus, was man irgendwann verlassen hat. Was ihr außerdem erkennt, dahinter ist ein relativ langer Weg, der dann zu diesem Hotel führt. Und dieses Hotel scheint mehrstöckig zu sein. Ungefähr
zwei, drei Stockwerke, was ihr sehen könnt. Ihr seht auch, dass aus einigen Zimmern bereits Licht zu kommen scheint. Wahrscheinlich erwartet man euch auch, immerhin habt ihr den ganzen Kram ja vorher gebucht und es war nicht besonders günstig. George kommt unten sanft vor dem Tor zum Halten, steigt aus und öffnet das Tor, bevor er sich wieder hineinsetzt und mit dem Wagen weiterfährt. Eine kurze Zeit später direkt vor dem Eingang des Hauses stehen bleibt. So, wir sind da. Aussteigen. Hm. Vielen Dank, dass ihr diesen sterblichen Körper und die sterblichen Körper meiner Freunde hierher transportiert habt. Wie schön es hier ist. Oh Mann, Ludwig, du ziehst immer so die Stimmung runter. Wir sind hier doch voller Energie. Wenn du das sagst. Also 9 Stunden Fahrt? Gut. Das hätte schneller gehen können, aber ich bin jetzt noch bereit. Und steht dann quasi da draußen bereit und warte darauf, dass ihr mir alles an Gepäck angebt, was ihr könnt. Alles klar, ich schmeiß dir meinen Koffer rüber. Ja. Yeah. Auf den Einarm hier und da und alles. Und, oh. Ja, ich dir auch meinen Seesack voller Heilkristalle. Tiffany macht viele Fotos. Und was er tut sich erstmal so die Beine so. Oh je. Okay. Ah, riecht aber richtig gut hier. Ja, es riecht so ein bisschen nach, also es riecht sehr feucht und nass, sehr intensiv nach Wald, der seit ungefähr 2 Wochen durchweg zugeregnet wurde. Also auch so, es ist so in die Richtung Spätherbst. Es liegt überall Laub rum. Es ist feucht, es ist nass, es riecht ein wenig modrig, erdig. Als ihr euch so ein bisschen umschaut, seht ihr, dass in nicht weit entfernt eine relativ große Fläche ist, wo ein alter Brunnen sich befindet, der aber abgestellt ist. Im Sommer ist das wahrscheinlich unglaublich schön. Jetzt sieht das irgendwie ein bisschen traurig und verlassen aus. Das Haus selber, als ihr davor steht, hat 2 Säulen direkt am Eingang. Eine kleine Überdachung und die Türen sehen recht solide aus, stabiles Holz. Sehen tatsächlich aus, als hätte man die irgendwann modernisiert. Das Haus selber ist aus Stein gebaut, wirkt eher gräulich. Man sieht dem Haus schon diese mehrere hunderte Jahre an. Also es sind an einigen Stellen, sieht man, okay, dort wird ein bisschen was gebaut, verbessert. Auf der anderen Seite sieht man, dass dort immer noch so, es scheint, als würden einige Steine bald hinausfallen. Also es ist so ein Mix aus, man versucht, was man kann, aber irgendwie verfällt es immer weiter. Ich möchte George gerne ein bisschen Trinkgeld geben. So. Ey, war voll großartig, danke, Mann. Ich hoffe, du kannst irgendwie hier den Tag noch ordentlich genießen hier so und hier, gönn dir ein Eis. Danke. Er nimmt das Trinkgeld, stopft es sich so in seine Hemdtasche hinein. Dann kann ich ja wieder los. Bleibst du nicht hier? Nee. Ich wohne in der Stadt. Okay. Ich komme dann in 3 Tagen wieder. Ja, eigentlich Nachbarn oder ist das Hotel ganz verlassen? Sagt Leute, die sich jetzt diesen nebligen Wald rundherum anguckt und den creepy Brunnen und so. Die nächste Ortschaft ist so gut 2 Stunden in die Richtung zu Fuß. Mhm. So sieht also Brandenburg aus. Schön hier. Laura, du kommst doch aus so kleinen Communities. Ist es nicht genau richtig für dich? Ja, irgendwie ist es bei uns ein bisschen, ja, irgendwie weniger neblig und ja, der Fußweg zum nächsten Ort ist nicht so groß. Wir haben auch einen großen Bauernhof. Das hier sieht alles irgendwie ein bisschen so mehr hochherrschaftlich aus irgendwie, aber ja. Während ihr euch da unterhaltet, düst George auch schon in dem alten, klapprigen VW wieder weg. Ihr seht, wie er sich Richtung des Tors bewegt. Dort dann wieder aussteigt, nicht mehr durch ist, das wieder zumacht und wieder weiterfährt. So, im Nebel seht ihr dann nur noch, wie diese roten Rücklichter irgendwann verschwinden. Und ihr steht vor dem Hotel. Mit eurem Zeug in der Hand. Ich finde das eigentlich klasse, die Umgebung hier. Ich kann es mir schon richtig gut vorstellen. So richtig schöne Stunde joggen durch den Wald. Ohne schwitzen zu müssen.
Ausgezeichnet. Du hast Bäume umarmen falsch ausgesprochen. Ach, wofür denn umarmen? Cardio. Cardio, Bruder, das ist wichtig. Nein, Yoga ist besser. Da bin ich ganz bei Tiffany. Ja, wir können es zusammen machen. Ja, Yoga. Sonnengruß. Ja. Eben, wenn denn mal Sonne zu sehen ist. Oder vielleicht können wir sie damit rauslocken. Und ich habe gehört, die bieten auch Urschreitherapie an. Und das macht jetzt auch viel mehr Sinn, wenn ich sehe, wo wir hier sind. Kein Mensch hört dich hier schreien. Bestimmt. Wie praktisch. Oh, das probiere ich gleich mal aus. Und ruf. Hallo! Oh, hey, machen wir ein Foto. Und ich nehme meine Handy und wir machen ein Foto. Yeah. Yeah. Hey. Chat-Post. So, und während ihr da euer Foto macht, öffnet sich die Tür und eine etwas ältere Dame kommt heraus, die Haare dunkelbraun mit einigen weißen Strähnen bereits im Haar. Fällt ihr recht locker über die Schultern? Ihr würdet schätzen, sie ist ungefähr zwischen, so ungefähr um die 60 Jahre alt. Relativ lockere Kleidung, so ein bisschen, wenn man sagen würde, jemand, der gerne seine Kleidung selber näht und dann halt auch eher so lockeres Zeug, eher flatterig, leichte Kleidung. Also schon entspannterer Lebensstil, den die Frau ausstrahlt. Sie guckt euch alle an. Oh, ihr müsst die Gäste sein, die heute kommen sollten. Und sie greift zur Seite und holt ein kleines Körbchen. Wir haben hier eine Regel im Haus, keine elektronischen Geräte. Ihr wisst schon, das ist einfach ganz schlechter Einfluss. Diese ganzen schlechten Wellen, die davon rausgehen. Und sie kommt dann zu euch und hält euch diesen Korb hin. Bitte tut die hier rein. Wenn ihr wieder fahrt, könnt ihr auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ja, gar kein Problem. Ich habe mein Handy sowieso zu Hause gelassen. Okay. Also, muss ich die Kalorien wohl von Hand zählen? Nora fährt hier in die Runde und legt es rein und sagt Namaste. Auch so Kopfhörer und alles sowas, bitte einfach da rein. Dieses ganze elektronische Zeug, das ist ganz schlecht. Ist hart, aber... Oh, Mama! Meine Kopfhörer dazu. Ja. Dann kann ich gar nicht Eye of the Tiger hören, während ich trainiere. Ihr werdet sehen, wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten, um hier so ein gewisses Feeling herzustellen. So ein bisschen klassischere Wege, Musik zu erzeugen. Das ist voll mein Vibe. Finde ich richtig gut. Folgt mir bitte nach drin. Hier draußen wird es so ein bisschen kühl, nicht? Ja, ist echt so. Ist der Kamin schon an? Ja, natürlich. Großartig. Und ihr werdet hineingeführt, ihr kommt in so eine Vorhalle. Ihr seht, dass dort auf der anderen Seite eine relativ große Treppe nach oben führt. Es ist ein Teppich ausgelegt, der ein bisschen abgetreten aussieht, aber gut genug, um das gute Holz zu schützen. Ihr seht, dass die Vorhalle schön erleuchtet ist. Hier und da stehen so ein paar Kerzen rum. Die gute Frau stellte den Korb mit den Handys an die Seite neben den Eingang. Gibt es eine Kerze, die nicht an ist? Ja, ein paar sind nicht an. Ich würde gerne einfach eine davon mitnehmen. Okay. Für mein Feeling im Zimmer und so. Mhm. So, ich werde euch gleich mal eure Zimmer zeigen und danach alles andere, was wichtig ist, einfach damit ihr wisst, wo was ist, wo ihr hingehen könnt und so. Sie führt euch in den ersten Stock und den rechten Aufgang davon und führt euch in einen Flur hinein, wo mehrere Türen links und rechts angebracht sind. Hier sind die Zimmer. Ihr könnt euch aussuchen, welches Zimmer ihr haben wollt. Das sind jeweils Einzelzimmer. Also wenn ihr Pärchen habt, das wird ein bisschen eng wahrscheinlich. Sucht euch einfach aus, wo ihr schlafen wollt. Momentan ist niemand anders da. Welches hat denn die beste Akustik? Oh, ich finde, sie haben alle eine sehr gute Akustik.
Alles klar, dann nehme ich das Chi am weichesten. Fühlt es einfach. Hat irgendeins von denen so einen großen Balken, wo man Stützbalken, der zufälligerweise frei hängt, wo man sich dran hochziehen könnte? Nicht, dass ich wüsste. Es wäre auch sicherlich sehr, sehr gefährlich. Ich meine, das ist ein altes Haus und wenn plötzlich irgendwas runterfällt. Ja, Chad, nicht, dass du schon wieder ein Haus einreißt. Verletzt werden. Ey, also, auf der Gartenparty wärte denn damit rechnen können, dass diese Hütte so instabil gebaut ist, dass man sich da nicht mal dran hochziehen kann und ein paar Klimmzüge dran machen kann. Also, das kann ja, konnte jetzt wirklich niemand erwarten. Gemacht. Ja, also, die haben halt eine Wette mit mir abgeschlossen. Dann musste ich halt, ne? Normal. Gibt's andere Gäste oder ist es nur uns? Ihr seid momentan die einzigen Gäste, aber das ist auch zwischen eine Nebensaison, also die meisten Leute kommen eher so entweder direkt im Winter oder im Sommer. Okay. Ja. Na gut. Dann welches Zimmer wollt ihr? Ist ein Eckzimmer dabei? Also der Gang, der geht ein bisschen länger noch, aber so die ersten, also da ist jetzt nicht unbedingt ein Eckzimmer dabei, aber direkt vorne an der Treppe wäre eins, das du nehmen könntest. Okay. Genau. Dann würde ich das erste nehmen und Tiffany ansehen und sagt, Zimmernachbar? Ja, gerne. So wie früher? Dann machen wir das. Ich nehme das da. Nein, das da. Da ist die Tür etwas breiter. Dann nehme ich das mit der schmalen Tür. Alles klar, ich nehme das andere. Was ihr merkt in den Zimmern, die sind relativ einfach eingerichtet. Alte Möbel, die wahrscheinlich noch von den Vorbesitzern mit drin sind. In jedem Zimmer findet ihr so einen Salzkristall, der so ein bisschen die Energie reinigen soll. Ein Schrank ist drin, wo ihr eure Klamotten reinlegen könnt. Ihr habt ein Bett, das bezogen ist. Tiffany und Laura. Bei euren Zimmern ist dazwischen eine Tür, die ihr aufschieben könnt, die in das Zimmer der jeweiligen anderen führt. An jedem Zimmer findet sich dann auch ein Bad, wo ihr euch waschen könnt, duschen und alles sowas. Genau. Auffälligkeiten, die ihr seht. Ludwig, in deinem Zimmer findet sich ein relativ großes Gemälde, das einen Hirsch im Wald zeigt, der gerade zur Sonne hinaufschaut. Laura, in deinem Zimmer auf der Seite findest du einen Balkon. Wo du einen schönen Ausblick in den Wald hast, der jetzt momentan voll neblig und voll dunkel ist. Ist das ein kleiner Balkon oder ein bisschen größerer? Also das, Yogamattengröße? Das ist so ein bisschen kleinerer. Also das heißt, du kannst einmal so rausgehen, draufstehen, und aber für mehr reicht es halt leider auch nicht. Dann würde Laura geht zur Zwischentür, klopft und schiebt die dann vorsichtig auf, guckt so rein zu Tiffany. Guckt sich so kurz um, also ist ja eigentlich keiner da außer wir, aber sie greift so in ihre Innentasche und zeigt dir ein kleines Paket mit Heilkräutern und sagt, ich habe übrigens einen Balkon, also wenn du Entspannung brauchst vor oder nach dem Sonnengruß oder sonst. Okay, cool. Vorbereitet. Perfekt. Und das Gute ist, mit Balkon riecht es dann auch keiner. Wobei sie schnuppert so und sagt, ich rieche immer noch eh nur Ludwig insofern. Glaube ich, überdeckt es eh alles. Ich weiß gar nicht, was das ist, Bachblüten oder Aurasoma oder keine Ahnung, Patchouliöl oder so. Ich weiß nicht. Oder alles, vielleicht alles zusammen. Ja. Teebaumöl. Ja. Teebaumöl. Bei dir findet sich so ein kleiner Erker drin, wo ein extra Sessel reingestellt wurde. Ist also total super, um einfach mal so zwischenzeitlich komplett zu entspannen. Ja, man schaut sich den so an. Sieht einigermaßen stabil aus. Jo. Dann stellt er seine Sachen ab und lässt sich da mit voller Wucht da reinfallen. Flunk. Ah! Aber man hört einen mittellautes Wuff.
Das ist ein guter Sessel. Da kann man bestimmt gut ein Nickerchen drin machen nach einem Workout. Oh ja. Oh ja, ja. Wenn ihr so ein bisschen durch die Schubladen schaut, von euren Schränken, Kommoden, was halt sich hier in dem Zimmer befindet, findet Tiffany bei sich ein Buch, das schon ein bisschen abgegriffen aussieht, wahrscheinlich von einem Gast, der zuvor da war und der Titel ist. Mein Leben und ich, wie ich zu mir selbst finden kann. Okay. Cool. Ich lese ein bisschen, gibt's, haben Leute etwas geschrieben oder like im Buch? Du siehst, dass ein paar Seiten rausgerissen wurden. Also es ist schon so, als hätte sich jemand, der da drin zuvor gelesen hat, gedacht, so, oh, das sind Petra Seiten, interessante Informationen drin, die nehme ich mir jetzt einfach mal. Ansonsten sieht das halt aus wie ein Buch, das halt wahrscheinlich schon ungefähr 20, 30 Jahre alt ist. Also so vergilbte Seiten, die Schrift, also die Schriftsprache ist so ein bisschen schwieriger gehalten und so. So, ich kenne nicht alles verstanden. Ja, genau. Okay. So, ich lasse es und gehe nach Tahina. Tahinas Room. Laura? Mhm. Ja. Laura, ja, Entschuldigung. Ich habe deinen Namen gesehen und so. Ja, was möchtest du tun? Ich habe keine Ahnung jetzt, was ich kann. So. Ich habe ein Buch gefunden, aber nichts anderes. Okay. Laura hat sich auch mal umgeguckt in ihrem Raum. War, ich denke mal, außer dem Balkon wahrscheinlich jetzt nichts Salzkristall. Ja, der Salzkristall, nichts wirklich Auffälliges, was da noch zu finden ist. Es ist relativ kahl, einfach damit man seine Sachen da abstellen kann, sich so ein bisschen einrichten kann für die Tage. Okay. Ja. So, vielleicht wir könnten in den Wald gehen, oder? Ja, das können wir machen. Oder wir können natürlich auch einfach mal das Haus erkunden. Oh ja. Und mal gucken, wo die anderen so ihre Zimmer haben. Und ich habe eine Idee. Okay. Nachdem ich das alles hier so gesehen habe und nun ist die Stimmung, sie deutet so auf den Balkon irgendwie und den Nebel und den Wald und so. Ich sollte mal gucken, in welchem Zimmer Ludwig ist. Vielleicht, wenn er heute Abend eine Seance abhält, können wir gucken, ob wir irgendwelche gruseligen Geräusche machen können oder ein kalter Luft, irgendwas in der Art. Wir sollten uns im Haus umgucken, zu sehen, was wir vielleicht nutzen können, damit er eine gute Erfahrung auch in seinem Detox-Urlaub macht. Was meinst du? Okay, ja, gerne. Ich möchte es tun. Wer könnte ihn erfinden? Ich würde in dem Moment mein Zimmer verlassen. Stil echt mit einem sehr bunten Bademantel und so ein paar Kräuterketten umgehangen und so Puschelschlappen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Diese so ganz fluffigen Hausschuhe. Und dass ich gerade zum Zimmer von Laura und Tiffany gucke. Ich glaube, die wollten Yoga machen. Und ich habe so ein ominöses schwarzes Paket in meiner Hand, gucke dann zu dem Zimmer von Wilson und Chad, habe aber schon vergessen, wo die genau sind. Klopfe einfach so an allen Zimmern, von denen ich denke, dass da nicht Laura und Tiffany drin sind, um sie nicht beim Yoga zu stören. Aber rufe auch Mädels, falls ihr Lust habt. Ich habe natürlich etwas mitgenommen und schüttel diese ominöse schwarze Box. Uno. Und wird dann, ich glaube, bei Chat steht ein großer Tisch, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn du so einen kleinen Erker hast und so einen Sessel drin hast. Klar. Und dann so Wilson rüberbrüllen. Ich würde eine Runde Uno spielen. Möchtest du dabei sein? Wenn du bei Chat reinkommst, siehst du, er hat mittlerweile, vorher hatten ja alle Jacken und Pullis und Reisekleider an. Chat hat jetzt mittlerweile in einen Tanktop gewechselt. Und Shorts. Und dreht sich gerade zu dem. Ah, Ludwig! Was meinst du? Wir sind ja schon ein bisschen länger unterwegs. Ich hab ein bisschen Kohldampf. Wollen wir schauen, ob wir irgendwas zu beißen finden?
hast doch deine ganzen Vitaminbars irgendwas Dinger gegessen. Ja, das sind Zusatzprodukte, die ersetzen keine richtige Mahlzeit. Du weißt schon, man muss die Babys pflegen. Ich habe vor 2 Stunden Möhre gegessen. Ich bin glücklich. Mir reicht das leider nicht. Ich muss, wenn ich mir das richtig notiert habe, mir fehlen noch mindestens 2000 Kalorien. Also ich glaube, ich mache mir ja mal auf der Suche. 9. Dann gucken wir doch lieber, ob wir was essen gehen können. Dann würde ich, ich habe bei Wilson ja schon geklopft und gesagt, Uno. Und der Kopf kommt praktisch wieder zurück. Wilson kommt auch raus und hat so eine Tasse einfach nur. Und so, Leute, ich muss noch mindestens 4 Liter Kamillentee heute trinken. Meine Stimmbänder sind sonst wieder so rau. Mhm. Perfekt. Ja, Chad, weißt du, wo die Küche ist? Oder der Salon? Nee, aber wir werden es herausfinden, weil ich brauche noch was zu beißen. Mädels, was sagt ihr dazu? Klingt gut. Wir wollten uns eh umschauen, was es hier so noch zu sehen gibt. So Sweet, Steiner. Nice. Ich kann kurz gucken, wo die Küche ist. Und ich würde einfach so einen Kristall an der Kette rausholen und kurz stillhalten, bis sie anfängt zu schwingen. Die Küche ist in Wilsons Zimmer. Also eigentlich bist du jetzt mit Kochen dran, das sagen zumindest die Kristalle. Ah ja, klar. Ich guck mal, vielleicht gibt es hier so einen Wasserkocher unterm Bett oder so. Während ihr euch das unterhaltet, kommt die Frau wieder, die sich dann auch als Bettina vorstellt. Sie wird eure spirituelle Leiterin für dieses Wochenende sein. Oh, Ludwig, schade. Ich versuche meine Vibes mit Bettinas Vibes anzupassen. Ja, ja, also ihr schwingt total, eure Vibes sind total im Flow. und sie kommt dann halt wieder Treppe hoch zu euch. Ja, ich sehe, ihr habt euch schon eingerichtet. Ich schätze, ihr wart relativ lang unterwegs. Wenn ihr irgendwas essen wollt, dann folgt mir bitte. Oh ja, ich habe Kohldampf. Das Angebot nehme ich an. Wir haben so eine Regel im Haus, dass alle beim Essen kochen mithelfen. Also für das Gemeinschaftsgefühl. Ihr versteht schon. Okay. Ja, klar. Wie ihr wisst, wir kochen hier nur Bio und vegan. Okay, perfekt. Ich habe so viele Allergien und so. Damit geht's. Ja. Super. Und wenn ihr vegan meint, habt ihr zufälligerweise Ersatzprodukte A, C, B und D? Sie müssen verstehen. Ich habe ja einen gewissen Plan, den ich befolgen muss, den habe ich selber erstellt. Aber ich brauche noch meine Nährstoffe für den Tag. Da tut es leider einfach nicht, wenn ich nur Gemüse esse. Ich kann dir einen Löffel meiner Globuli anbieten. Keine Sorge. Ihr werdet trotzdem satt werden und es wird euren Körper richtig gut tun, einmal von diesem ganzen schlechten Zeug wegzukommen. Okay. Folgt mir bitte. Und sie dreht euch den Rücken zu und läuft dann so langsam wieder zurück zur Treppe, nach unten und führt euch so nach rechts weg. Ihr kommt in einen größeren Raum, dort seht ihr einen großen Esstisch, der momentan nicht gedeckt ist. Dort ist auch ein Kamin, der gerade an ist. Ihr seht an der Seite so ein paar Bücherregale mit Büchern gefüllt. Haufweise kleiner Ramsch, der herumsteht. Einige Kristalle. Eine komisch aussehende Pyramide. Also haufenweise Kram, den man normalerweise wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen würde. Gerade für dich, Laura, wird das wahrscheinlich so eine Art Belastung sein, weil du ja total auf dieses Minimalismus zurück bist. Ja. Sie murmelt das so in sich rein, denkt, naja, gut. Und an das Esszimmer angrenzend ist dann auch die Küche. Es ist ein relativ großer Raum. Ihr habt da eine Kücheninsel in der Mitte. Die Küche selber sind viele Holzschränkchen, die auch so über den Herd und alles angebracht sind. Der Herd wird mit Gas betrieben. Das könnt ihr gleich sehen. Ihr habt eine alte Spüle, die wahrscheinlich schon öfters benutzt wurde, aus Kupfer. Ihr könnt sehen, dass an die Küche noch ein weiterer Raum angrenzt. Wahrscheinlich der Zugang zum Keller. Und ihr könnt auch sehen, dass auf der Kücheninsel bereits ein paar Zutaten gelagert sind. So, und ihr seht da so verschiedene Sachen, verschiedene Gemüse, die gerade so regional also
im Angebot sind. Ein paar Kartoffeln. Dann seht ihr noch ein paar Früchte, Beeren, die wahrscheinlich dann für das Dessert sind. Und Bettina dreht sich zu euch. Also das muss klein geschnippelt werden. Ich hatte gedacht, wir machen heute Abend vielleicht sowas wie eine Gemüsepfanne. Vielleicht schneiden zwei von euch einfach das Gemüse. Kann von euch jemand einigermaßen gut mit dem Herd umgehen? Also der Kristall hat ja gesagt, Wilson ist heute unser Anführer, wenn es um das Kulinarische geht. Das stimmt. Ich gucke Wilson so an. Aha. Ja. Ja, ich, das sieht total großartig aus. Habt ihr noch irgendwie ein bisschen Käse so, ein bisschen Feta oder so? Das wäre ganz geil, glaube ich. Ist hier die Vorratskammer da hinter der Tür? Und dort nicht runtergehen. Der Keller ist in letzter Zeit öfters mal überflutet durch den ganzen Regen und so. Und das wäre zu gefährlich. Klimaerwärmung. Okay. Wo habt ihr dann eure Sachen? Wir haben eine kleine Vorratskammer und als du dich umschaust, siehst du jetzt auch plötzlich das auf der anderen Seite. Ihr habt hier den Eingang. Und so ungefähr 2 Meter daneben ist noch eine weitere Tür, die aber nicht sofort sichtbar ist, wenn man sich nicht genau umguckt. Und deutet dann darauf hin, dass er zur Vorratskammer, da haben wir momentan alles drin, was wir brauchen. Ah ja, klar. Solange, bis wir den Keller wieder benutzen können. Super, ja, alles klar. Ja, so ein Essen ist ja wie so eine gute Komposition, ne? Man muss schon alles immer ganz ausgewogen auch machen und manchmal auch so mit so einem Knall irgendwie finishen. Deswegen würde ich sagen, Wir haben jetzt keinen Feta da, aber wir haben veganen Käse da. Ja, das ist mit Mandeln Käse gemacht. Ja. Und Steinpilze habt ihr die auch? Oder Trüffel oder so? Pilze haben wir auch da. Warte kurz, ich hol dir alles. Also ich mag mein Essen ja eigentlich wie mein Bass. Fett. Aber, naja, für Wochenende vegan, schätze. Kann man machen. Sie schließt dieses Vorratslager auf, sie hat so einen kleinen Schlüssel dabei mit so ganz, ganz vielen Schlüsseln da dran und schließt es dann auf und verschwindet kurz da drin und kommt danach mit einem Körbchen mit ein paar Pilzen wieder zurück. Hat noch so eingepackt, so ein bisschen Käse mit dabei. Was euch auffällt, an nichts von den Dingen ist irgendwie Plastik dran. Also ist komplett so, als hätte, wenn man zum Wochenmarkt gegangen, hätte das dann vor dort mitgenommen. Selbst bei den Käse ist keine Plastikverpackung mit dabei. Scheint man sehr drauf zu achten hier. Echt umweltbewusst, finde ich richtig gut. Ja, wir versuchen hier so einen Einklang mit der Natur wieder herzustellen. Und das auch den Leuten, die hierher kommen, so ein bisschen bewusster zu machen. Also ich meine, dieses Ganze, wie die Leute, die halt in den Städten und in Dörfern und sowas wohnen, die achten darauf nicht mehr so. Das stimmt allerdings. Wilson, was sollen wir tun? Also ich würde sagen, Leute, schnappt euch einfach mal alle hier so ein Brettchen und so ein Messer. Dann machen wir auf jeden Fall den Herd schon mal heiß. Wer mag, kann sich auch schon mal überlegen, was wir dann trinken werden. Gar kein Problem, Bruder. Ich bin Schnibbelkönig. Wir haben dir gesagt, du weißt, was beim letzten Mal passiert ist. 6 kaputte Messerchen und ein zusammengebrochener Tischchat. Ich habe gelernt, vorsichtiger zu sein, okay? Nimm ein kleines Messer. Also. Ich fordere dich heraus, Chat. Ach, oh. Du Scheiße. Wer von uns die meisten Kartoffeln schält und klein schneidet? Du willst also den Schnibbelkönig herausfordern? Oh ja. Alles klar, Leute. Der Trick ist, kein Messer dabei kaputt machen. Nun gut, bereite dich trotzdem darauf vor, zerstört zu werden. Ich heb so mein Messer wie so zu einem Salut, wenn wir so duellieren würden halt. Okay, ich zieh meine Blockflöte aus der Hosentasche und Blockflöte dramatische Musik. Ich verstecke mich hinter Tiffany. Ich verstecke mich hinter dir. Ich hinter dir, Kleinen. Hiding behind you. Aha, okay. Während ihr dabei seid, das Essen vorzubereiten, hört ihr es mit einmal plötzlich so ein bisschen rumpeln. So als wäre irgendjemand irgendwo gegengestoßen. Von wo kommt das ungefähr? Alles okay? Ich habe keine Ahnung. Es scheint von oben gekommen zu sein. Ah, das ist bestimmt noch mein Koffer. Ich hatte den so blöd irgendwie hingestellt. Ach, na dann. Macht ihr mal weiter, ich komme gleich. Ach.
Und ich dachte, es wäre schon wieder Ludwig, der mit seinen magischen Kristallen so Steintürme aufbaut. Nein. Das würde ich nicht tun, die sind viel zu teuer. Dann geht Wilson mal nachgucken. Mhm. Als du losläufst und schon in der Eingangshalle warst, fällt dir plötzlich auf, warte mal, das könnte überhaupt gar nicht dein Koffer gewesen sein, weil die Zimmer auf der ganz anderen Seite des Hauses sind. Okay. Also die Küche ist auf der, wenn man vor der Eingangshalle des Hauses steht, auf der linken Seite, eure Zimmer sind auf der rechten Seite. Wo ist denn Bettina? Bettina war bei euch in der Küche gewesen und hat da mitgeholfen. Oh, okay. Dann gehe ich trotzdem kurz in mein Zimmer hoch. Mhm. Okay, du gehst in dein Zimmer. Um nachzugucken, ob dort ob der Koffer wirklich umgefallen ist. Nee, ich habe ja meinen Tee dabei. Ich muss den Kamillentee aus meinem Zimmer holen. Das ist ja spezieller Kamillentee, extra für Musiker. Okay, du gehst in dein Zimmer hinein. Auf den ersten Blick wird alles wie sonst. Das Einzige, was dir auffällt, ist, dass dein Koffer geöffnet ist. Den habe ich bestimmt offen gelassen. Dann greife ich mir meinen Kamillentee und gehe pfeifend zurück. Mhm, okay. So, kurze Zeit später seht ihr Wilson wiederkommen mit einer Packung Tee in der Hand. Total konzentriert. Das sieht sehr gut aus, Leute. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch heißes Wasser. Ich mach mal hier ein bisschen. Okay. Ich meine, gönn Tee, ob du mehr hast. Ja, klar. Ja, ja. Okay. Ich kann Wasser heiß machen, das ist mein Spezialgericht. Ja, aber das ist so einfach. Und ich höre so ein kleines Buch raus, wo drauf steht Kochen für Anfänger und gehe so auf Seite 3, Wasser kochen. Mhm. Bettina, kommt zu dir, nimm dir das Buch so aus. Kochen hat sehr, sehr viel mit Gefühl und Leidenschaft zu tun. Wir machen das hier nicht ohne Anleitung, damit einfach dieses Gefühl wiederkommt. Das ist wirklich für mich wichtig, dass ich das strukturieren kann. Aber gut, wenn ihr meint, und ich gebe ihr halt dieses Buch. Ich helfe dir gerne dabei, wenn du das nicht so kannst. Also ich meine, wir sind ja hier, damit wir voneinander lernen und so gegenseitig unterstützen. Ja, heißes Wasser kochen ist gefährlich. Ich schäle lieber irgendwas. Und er holt so einen Löffel raus und geht damit halt immer böse Kartoffeln drüber, um die zu schälen. Sollte an sich ineffektiv sein, aber geht tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Dauert nur ein bisschen länger. Und er ist jetzt ein bisschen verloren und noch ein bisschen abwesender als sonst schon. Okay, also so nach und nach kriegt ihr dann das Essen hin. Die Küche füllt sich mit dem Duft von dieser Gemüsepfanne. Wilson steht am Herd, trinkt nebenbei seinen Tee und rührt immer mal wieder so ein bisschen die Pfanne um. Ja, aber schneiden ist nicht, also nur rühren, auf gar keinen Fall irgendwas, was meine Finger verletzen kann. Ja. ja. Und Bettina drückt dem Rest schon mal so ein bisschen Geschirr in die Hand, damit dann der Tisch im Speisesaal gedeckt werden kann. Und Chad drückt sie so die Schüssel in die Hand mit dem Abfall und sowas. Hier hinterm Haus haben wir einen Komposter. Das einfach da reinschmeißen. Alles klar, gar kein Problem. Mache ich eben. Vorne raus? Nee, hier hinten ist auch noch eine Tür. Und sie zeigt dir so eine Tür, die dann halt anscheinend zum hinteren Bereich des Hauses führt. Okay, ich find's schon. Und latscht dann irgendwohin los. Vollkommen zuversichtlich, dass ich es definitiv finden werde. Ja, yep. Du läufst los und guckst ein bisschen herum und du siehst, dass es mittlerweile schon sehr dunkel geworden ist, sehr spät. Es ist ja wie ein Adler im Dunkeln. Was für Schuhe trägst du? Natürlich Sportschuhe. Okay, ja. Du merkst, du läufst so über dieses nasse Laub, was da überall verteilt ist. Scheinbar kümmert sich da nicht wirklich immer darum, dass da im hinteren Gartenbereich, dass das ordentlich und sauber ist. So wie man das normalerweise hätte.
Sondern es liegt einfach alles so kreuz und quer. Du bist dir sicher, dass wenn du zurückläufst, definitiv ein paar Blätter an deinen Schuhen kleben bleiben. Und wenn die, wenn du da so ein bisschen drauf achtest, dann werden die auch wahrscheinlich sehr, sehr schmutzig sein. Ah. Du fütterst den Kompost und schmeißt den ganzen Kram dort rein. Du hörst aber plötzlich, wie sich wie anscheinend jemand von hinten zu kommen scheint. Okay. Du hörst so leise Schritte, die über dieses Laub laufen. Ich halte inne und rufe: Wer ist da? Er hält keine Antwort, aber die Schritte sind verstummt. Dann gehe ich ja mal nachschauen, ne? Also mit Komposteimer im Arm schaue ich mal, geh ich mal in die Richtung, wo ich die zuletzt gehört habe. Du bewegst dich dort in die Richtung und es ist nur noch schwaches Licht, was von dem Haus dorthin scheint. Und du siehst dort auf dem Boden einen toten Raben liegen. Na, das ist eine Schande. Sieht er irgendwie verletzt aus oder so? Er sieht ziemlich tot aus und es scheint so, als hätte ihn irgendetwas aufgerissen. Aufgerissen? Also du siehst so ein bisschen, wie die Innereien sichtbar sind. Ja, das ist natürlich. Nun gut, ich denke mal, war wohl ein Habicht oder so. Schmeißt ihr dann auch in den Kompost und wird da wieder reingehen. Aber vorher reibe ich meine Hand noch ein bisschen mit dem Blut ein. Und versteck mal, wenn ich da wieder reingehe, stecke ich dann die Hand in diesen Kompost einmal so, dass man das erstmal nicht sieht. Okay. Du gehst wieder zurück ins Haus. Das Essen wird bereits vorbereitet, dass es serviert werden kann. Und du siehst noch so, wie Wilson da noch dabei ist, gerade diese Gemüsepfanne in eine größere Schüssel umzubladen, während der Rest bereits im Speisesaal ist. Wilson, Sie hier? Ja, dann komme ich von hinten auf Wilson zu. Und ich weiß nicht, trägst du was Kurzärmliges? Ja klar, so ein buntes Shirt, so bis, ne? Unterarme sind frei. Und fasst dir dann dramatisch mit der blutigen Hand an den Arm, schaut dir die Augen und sagt dir dann: Du bist jetzt markiert! Oh Gott! Was? Ted, was soll das? Oh, das ist mein Lieblingsshirt. Du hast mich voll hier angehört. Oh, du hättest sein Gesicht sehen sollen. Der gute Ketchup. Ja. Chat, Alter, wo hast du das her? Was ist das denn? Das ist ja hier so Kompost-Mix-I. Oh nee, das ist Blut. Ach geil, wo hast du das denn her? Hast du dich, verletzt irgendwie? Oder? Nee, ich hab draußen einen toten Raben gefunden. Hat wohl einen Habicht oder so aufgerissen. Krass. Hast du den noch? Dann können wir den Eintopf hier vielleicht ein bisschen aufpeppen. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber wir wollen ja auch keinen Stress mit Bettina haben und ich glaube, Rabe, wer weiß schon, was das für Würmer hat. Ich habe ihn einfach mit ins Kompass reingeschmissen. Ja gut, alles klar. Boah, ich wasche mir das hier erstmal ab jetzt, ey. Jetzt kannst du hier kochen mal eben schnell. Ja, ich wasche mir dann auch die an. In dem Moment kommt dann Bettina rein. Ist alles okay bei euch? Ich sehe, du hast den Kompass gefunden. Gut, dann. Ich schätze, wir können zu Abend essen. Lieben gerne. Ja, ist okay, klar.
Aura behält Chat im Auge. So, sie praktiziert zwar nicht mehr als Ärztin, aber sie findet sein Verhalten sonderbar. Und sie fragt sich, ob die Steroide vielleicht irgendwie... Steroide? Die negativ beeinflussen. Das ist alles natural, ja. Baby. Sie guckt so von seinem Oberarm so zu ihm hoch, so ins Gesicht wieder runter und denkt so, irgendwas stimmt doch nicht mit dem Guten. Wer hat eigentlich unser... Shake genommen. Wer hat eigentlich das Schnibbelduell gewonnen? Ja, wer hat das Schnibbelduell gewonnen? Inquisitive minds want to know. Werft nur jeder ein D10. Neun. Eine 8. Oh. Mhm. Dann hat es Chat gewonnen. Oh, das kommt aber, wenn man den Schnibbelkönig herausfordert. Oh. Ich mein Messer zerstört dabei. Ich bin echt stolz auf dich. Ich hab dazu gelernt. Aber nicht so sehr, dass du nicht in irgendwelchen toten Tierkadavern rumkruschelst, oder? Ach. In letzter Zeit musste ich sowieso ein bisschen mehr für mich, selber für mich kochen, seitdem Chloe mich verlassen hat. Und wenn man dann das eine oder andere, den einen oder anderen Hasen dann selber zerlegt, ach. Das ist nur so das Tier. Du Roadkill aufgesammelt hast, muss ich sagen. Nee, ich hab einen Kumpel, der jagt. Und der ist ganz froh, wenn er sich nicht selber die Arbeit machen muss, um die Dinger zu zerlegen. Haben wir nicht alle einen Kumpel in uns, der jagt? Im Chat kann gerade abgestimmt werden, wer als erstes stirbt. Ja, also ihr genießt zusammen euer Essen. Also gerade für die Leute von euch, die eher so Fleisch mögen, ist das sehr, sehr ungewohnt. Und gerade so dieser vegane Käse, das ist so... nicht gerade das kulinarische Highlight, das ist eher so, okay, so schmeckt das Zeug also, gut. Ja. Wilson arbeitet mit dem, was da ist, Leute. Ich finde das ganz wunderbar. Irgendwie fehlen da Jalapenos oder sowas. Irgendwas. Ja, für mich ist das egal. Ich kann alles essen, so. Veganer geht's für mich. Bettina steht kurz auf, oh, ich habe da ein Spezialgewürz. Das würde so gut dazu passen. Na dann, her damit. So, sie verschwindet ganz kurz in die Küche, kommt mit so einem kleinen Beutelchen rein. Das ist so, also von der Farblichkeit her sieht das eher ein bisschen rötlich aus, mit so weißen Pünktchen drin. Also das ist ein relativ scharfes Gewürz. Aber ich sag euch, das wird so gut schmecken. Und gerade wenn ihr so ein bisschen schärfer mögt. Na dann immer her damit. Ja, und sie stellt euch das auf den Tisch und nehmt nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, ich wollte sie gerade Chat golden, aber er macht ja schon allein. Chat, ich habe gehört, Tiffany fordert dich heraus, wer schärfer essen kann. Haben meine Kristalle gesagt. Ich habe nicht alles gehört. Oh, Entschuldigung. Meine Kristalle sagen, dass Tiffany Chat herausfordern möchte, wer schärfer essen kann. Tut sie das? Ich würde ja mitmachen, aber die Kristalle. Nein, aber ich denke, dass es geht. Ja, alles ist gut für mich. Ja. Für mich, es ist nur die Fische und die Dinge im Meer. Das ist was, ich bin allergisch gegen. So geht's für mich. Ja, ja, dann packe ich dir auch noch ein bisschen extra Gewürz drauf und lehne mich rüber und mache einen großzügigen auf Tiffany's Teller. Okay. Ich glaube, wir sollten ungefähr gleich viel jetzt haben. Okay. Okay. Als ihr das esst, merkt ihr, dass es wirklich verdammt scharf ist. Also die Scoville-Rate, die geht schon da ordentlich nach oben. Nice. Ludwig, wie ist es eigentlich so mit deinem neuen, deiner neuen Heilpraktikerschule so? Oh, ist das echt gut gelaufen? Es ist richtig gut gelaufen. Wir hatten letztens eine Gong-Therapie. Hab die Theta-Phase erreicht. Ich war so weg, sage ich dir. Komplettes Blackout. Alles ruhig, alles tiefenentspannt. Wie läuft's mit deinem neuen Album? Ich habe gehört, ihr habt einen neuen Drummer. Ja, Leute, die Sachen schlagen. In 3 Wochen kommt's raus, auf jeden Fall. Nice. Ja, ich meine, also
3 Jahre Arbeit, die merken, die, also die machen sich bezahlt so. Ne? Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch irgendwie bei diesem neuen Fahrradhändler. Demnächst habe ich dann auch das Geld zusammen für das Coverart und so. Dann sind wir gleich fertig. Ja. Wenn du mal jemanden brauchst, der für deine Songs Tarotkarten legt, sag einfach Bescheid. Boah, voll geile Idee. Manchmal ja, ich habe das schon für dein Album gemacht, dass du +2, +4 verkaufst und dann die Farbe, ach, das sind die UNO-Karten. Ey, aber wenn ich +2 verkaufen würde, dann hätte ich schon mal 100% Steigerung. Ich glaube, meine Oma kann nicht immer so viel Alben kaufen, aber es wird schon großartig werden. Wir hätten vielleicht vorhin ein Bild von deinem Arm machen sollen, dann hättest du das The Mark nennen können, das neue Album. Sagt Lord Crazy! So. Hm? Oh yeah! Ja, vielleicht finden wir noch ein bisschen Ketchup später oder so. So was haben wir hier nicht. Wir haben auch keine Handys gerade für Bilder zu machen, wenn wir zurück sind. Ah ja, ja. Ach ja, Telefon. Ich habe das total vergessen. Also, meistens telefoniere ich ja hier. In der Küche habt ihr vielleicht gesehen, da ist ein ganz altes Telefon. Mhm. So mit Wählscheibe und so. Also falls ihr das noch könnt. Damit, also falls irgendwas ist, können wir immer noch jemanden erreichen. Meistens George. Nummer hängt daneben. Alles klar. Okay. Er trinkt ein bisschen mehr. Also ich habe gesehen, ihr habt da ganz schön viel genommen. Ja. Ich habe auch noch 3 Liter Kamillentee. Also wer will? Ich nehme gern. Ich trinke es. Auf uns. Cool, dass wir mal wieder zusammenkommen, Leute. Das ist richtig schön. Prost. Super. Prost. Zu alle erleichtert sind hinterher. Auf jeden. Was wollen wir heute Abend noch machen? Habt ihr noch Bock auf einen Waldspaziergang oder so? Ich empfehle euch in der Nacht nicht in den Wald rauszugehen. Es ist sehr, sehr dunkel und wir haben und er ist sehr, sehr groß. Wir haben keine Möglichkeit, euch dort zu finden. Nicht, dass euch irgendwas passiert und gerade jetzt in der Jahreszeit. Ja, Chad und ich. Ja. Aus, wenn Bettina schläft. Ist, ist noch jemand außer Ihnen hier? Nein, nein. Das ist, ich lebe hier ganz alleine, außer den, wenn Gäste da sind. Achso, ich habe nur gefragt, weil sie gerade ihr gesagt habt und so. Ah ja, ich habe hier früher mit meinem Mann gelebt. Er ist leider verstorben vor wenigen Jahren. Oh, schade. Es tut mir aber leid. Ja. Es ist schon okay. Er war schon recht alt. Für morgen kann ich euch anbieten Yoga, Kristalltherapie, Klangschalltherapie ist möglich. Wenn ich ein bisschen telefoniere, kann ich auch einen Masseur herbringen lassen. Das hört sich doch gut an, oder? Nicht bewegen, sondern bewegt werden. I like. Yoga und dann Massage. Ja, das finde ich total perfekt. Um 7 Uhr machen wir Frühstück. Okay. Es ist ein bisschen früh, aber ich kann es tun. Haben Sie, was heißt das? Alarm Clock. Wecker. In den Wecker? Ich werde euch wecken, kommen. Okay. Das ist ein Service. Nett. Weil ihr wisst ja, frühes Aufstehen, dadurch aktiviert man den Körper eher, man hat mehr vom Tag. Mhm. Das stimmt. 7 Uhr passt perfekt, das schließt direkt an meinen Frühsport an. Kann ich noch so einen Liter Kamillentee haben? Klar, habe ich alles dabei. Wenn man so ganz scharf gegessen hat und die ganze Nase läuft und die Augen tränen. Ja. Ja. Siehst du Detox schon? Ich kann mir ja noch irgendwie trotzdem uns die Beine kurz vertreten. Wir müssen ja nicht in den Wald gehen. Wir können ja einfach nur einmal ums Haus oder so. Mach das gerne. Ich würde mitkommen. Hier in der Nähe könnten vielleicht wilde Waschbären sein oder so, dass man zu zweit sicherer. Oh, voll süß. Okay, dann gehen wir zusammen. Okay, cool. Mhm. Achso, wir alle. Ja, lieben gerne. Ja, ich mache erst noch den Abwasch. Geht ihr schon mal vor, ich komme dann da hinterher. Ja. Ist der andere
Also eigentlich ist jetzt mein Abendstraining dran. Also ich würde Wills noch eben helfen, aber eigentlich... Halt, stopp, lass mich doch helfen, dann kannst du trainieren, weil ich habe sowieso nur Puschen und einen Bademantel an. Ah, danke Ludwig, du bist ein echter Bro. Kein Problem. Und ich klopf dir einmal auf den Rücken. Ja, direkt vom Stand her, Kopf direkt auf die Tischplatte. Oh mein Gott. Wir haben doch darüber geredet, ich bin doch halt eher der Bautypus Lauch. Schon wieder, ist eine Beule. Sorry, hab's vergessen. Okay. Das war der Kamillentee, tut mir leid. Alles gut. Ich heule nur, weil es so ein emotionaler Moment für mich war. Ich gehe mal in den Abwasch. Und ich schleiche mich zum Abwasch und fange da an, Sachen also, zu spielen. Also, Ludwig und Wilson wollten zusammen Abwasch machen, der Rest geht spazieren. Nee, ich gehe auf mein Zimmer und fange an zu pumpen. Achso, du fängst an zu pumpen. Okay. Dann gehen Tiffany und Laura einmal ums Haus oder so und gucken sich um. Die Mädels. Mhm. Ihr geht nach draußen. Ich denke, ihr habt noch ein bisschen was drüber gezogen, weil es so ein bisschen frisch ist. Ja. Ihr lauft herum, seht so, also gerade als ihr so nach hinten kommt, da ist ein kleiner Garten, der schon ein bisschen brach liegt. Überall Laub, ihr habt genau wieder diesen Geruch von diesem leicht Motrigen in der Nase. Ihr findet ebenso die Krähe, die zuvor Chat gefunden hatte. Guck so ein bisschen da so runter und der greift da rein. Also, na dann. Mhm. Wollen wir uns mal den Brunnen angucken? Den was? Den Brunnen, the well? Den the Brunnen. Well, okay. Mhm. Ich kenne das Wort nicht. Alles gut. Was ist? Da drüben? Ich deute das so rüber. So, wir können es sehen, was da ist, oder? Ihr schaut in den Brunnen hinein. Der geht relativ tief nach unten. Jetzt durch das aktuelle Licht seht ihr nicht, was da unten ist. Okay. Sieht aber so aus, als wäre dieser stillgelegt. Okay, und es gibt keine also kein Wasser Quelle drin. Oder? Weißt du nicht. Also da ist kein Wasser drin. Es ist offen. Okay. Und Laura würde so ein Steinchen aufnehmen und das, was man halt so tut, in den Brunnen fallen lassen. Okay. Ihr guckt so beide nach unten und hört, wie dieser Stein aufschlägt. Als sie so nach unten schaut, merkt Tiffany plötzlich eine Hand an ihren Rücken, die so leicht drückt. Ich gucke zurück. Du siehst nur neben dir Laura? Die ist mit so beiden Händen so auf dem Rand des Brunnens und guckt so in den Schacht hinein. Ich gucke, es gibt keine Leute. Nein, ihr beide seid alleine. Was war das denn? Lache. Ich habe etwas gefühlt. Eine Hand oder etwas. Es gibt keine. Ich gucke mich auch mal um. Ist ja komisch. Was war das dann? Ist jemand da? Ich schaue mich um. Es ist niemand da. Ihr seid die einzigen beiden, die da gerade draußen sind. Oh, ich merke das kann nicht. Ich nehme so deine Hand, halte so deine Hand und sage, kann es sein, dass die Geschichte von Bettinas vor ein paar Jahren verstorbenem Ehemann und der Nebel und die Knarzgeräusche dir ein bisschen nahe gehen? Vielleicht. Ich habe Sollen keine Ahnung. Sollen wir reingehen? Ja, komm, dann. Ich hack mich bei ihr ein und würde mit ihr zurück zum Haus gehen. Hat man eigentlich ein Platschgeräusch gehört? Nein, da war kein Platschen gewesen. Es war wie so ein trockenes Aufkommen, so ein kleines Rumpeln. Der Brunnen ist aber, glaube ich, der führt kein Wasser mehr, glaube ich, sagt Laura dann. Kein Wasser mehr im Brunnen. Ja. Wenn du willst du noch eine rauchen, bevor wir reingehen? Zur Nervenberuhigung? Ja. Also ich
Dadurch, dass Tiffany sehr viel von dem vorherigen Gewürz genommen hat, fühlt sie sich schon relativ entspannt dadurch. Also da war definitiv nicht nur Chili und sowas reingemixt. Dasselbe gilt auch für Chat, während er da am Pumpen ist. Und er hat mir so viel gegeben. So. Ja. Chat so schläft und denkt, er hat. Ja, du bist dir relativ sicher, du wirst nachher sicherlich sehr gut schlafen. Also aus der Liegestütze wieder hochzukommen, merke ich, das ist ziemlich schwierig. Chat, du bist gerade dabei, dich sportlich zu betätigen und merkst so langsam, wie so diese komische Gewürzmischung so reinkickt. Oh. Also das Gewürz von dieser Bettina, denke ich mir, das ballert aber, boah. So, und naja, Tür ziehen. Machst du das so zwischen deiner Zimmertür und der Badezimmertür? Ja, entweder an meiner Zimmertür oder an irgendeiner, die funktioniert. Du bist also gerade dabei, als du merkst, wie deine Zimmertür aufgeht. So als hätte von draußen jemand die einfach geöffnet. Ich bin gerade am Zählen. 51, 52. Einen Moment, ich bin gleich fertig. Und mach weiter. Du bis 60. Dir greift, also jemand scheint hinter dich zu kommen und greift dir plötzlich an die Hüfte und hilft dir dabei, nach oben zu kommen. Also immer wieder so ein bisschen unterstützend. Oh, danke, aber ich brauche die Hilfe nicht. Die Hände ziehen sich wieder zurück. Und als du mit deinem Training beendest, was tust du? Ja, ich lasse mich fallen und mach dann, das war gut. Und dreh mich um und schaue, wer da in mein Zimmer gekommen ist. Ist niemand da. Boah, Moment. Was? Boah, ballern die Kräuter noch härter, als ich gedacht hätte? Was zum Teufel hatte die diesen Gewürz drin? Naja, dann würde ich duschen gehen und nach dem Duschen dann runter zu den anderen wieder. Okay. Wilson und Ludwig. Ihr beide seid dabei abzuwaschen. Und Bettina kommt ganz kurz zu euch. So, ich gehe dann jetzt schlafen. Falls ihr was braucht, ich bin im Erdgeschoss auf der rechten Seite, unten ist mein Zimmer. Klopft einfach. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Alles klar, danke schön soweit. Gute Nacht. Oh, und wundert euch nicht, wenn das ab und an in der Nacht knarzt. Alte Häuser, klar. Ja, ja, es wird momentan so ein bisschen versucht, das immer wieder so ein bisschen zu renovieren, aber bei manchen Dingen kann man einfach nichts machen. In Ordnung. Schlaf gut, Bettina. Bis morgen früh dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Und damit verzieht sich die ältere Dame. Ey, Ludwig, wollen wir mal kurz gucken, was da in diesem Keller los ist? Warte. Karten sagen ja. Oh, geil. Ja, los. Auf geht's. Und dann gehen wir zur Tür. Als ihr versucht, die Kellertür zu öffnen, merkt ihr, dass diese verschlossen ist. Ein magisch-mechanischer Spruch liegt auf der Tür. Dafür habe ich leider nicht den großen Kristall dabei, der bei so einen Sachen helfen kann. Warte mal, können wir nicht einfach hier so ein Messer nehmen oder so? Das klingt gut. Das klingt gut. Und dann wutschen und wedeln. Genau. ich versuche mit einem Messer die Tür irgendwie aufzumachen. Stocher da in dem Schloss rum. Okay. Ich würde sagen, das wäre mal ein Wurf da drauf.
Ich würde sagen, dann machen wir doch das einfach mal Sport, weil alles andere würde jetzt so nicht passen. Genau, da gibst du mir mal 2d10er. Alles klar. 2d10er, das sind 11. Plus 1 habe ich, sind 12. Okay. Du brichst die Tür auf, nachdem du so ein bisschen reinhebelst. Was passiert? Das Messer bricht auseinander. Eieiei. Und bei dem Versuch, die Tür aufzubrechen, der dir gelingt, schneidest du dich aber an die Hand. Oh nein! Ah, fuck! Ah, Ludwig! Nein! Shit. Ich hol schnell den Kristall. Hier presst das da drauf und ich gebe die Tarotkarte. Kacke, Alter. Ja, ich halte das erstmal unter das Wasser. Ludwig, versuchst du, willst du zu heilen? Also das mit zu verbinden und sowas? Also ich glaube, ich gebe dir eine Tarotkarte und sage, drück das da drauf. Ich würde es nicht als heilen zählen. Okay, gut. Ich nehme ein Küchentuch und verbinde damit. Oh, das kann ich machen. Da kann ich dir bei helfen. Okay, das stimmt. Machen wir das. Dann würde ich jetzt in dem Moment natürlich versuchen, ihm zu helfen, wenn ich sehe, wie er das machen möchte. Dass okay, gut. Auch die dann kommt, dass das passt. Da wäre das unter Mend. Yes, ich würfel einmal eine Sekunde. Und ich habe eine 17 plus 0 ist eine 17. Okay, das gelingt dir. Du drückst es so ein bisschen zusammen, tust das Küchentuch da ordentlich drumrum, machen, du verpackst die Hand wie so ein kleines Geschenk. Mach ich. Danke. Pack auch noch so Heilkristalle rein. Puh, zum Glück ist das, sind die meisten Aufnahmen schon fertig, aber boah, das wäre jetzt richtig blöd. Das stimmt allerdings. Ja, aber zum Glück war das nicht meine Blockflötenhand. Das ist immer blöd, wenn man die Blockflötenhand verletzt. Ja, voll, ey. Letztes Jahr hatte ich da auch so einen Splitter und so, richtig fies. Das war Splitter in der Blockflötenhand, das ist so kacke. Ja, das war auch noch von der fabrikneuen Blockflöte. Die musste noch richtig eingespielt werden und so. Und dann war es, manchmal kriegst du halt Splitter, das ist richtig fies. Ja, das stimmt allerdings. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Keller. Sollen wir da reingehen? Die Kellertür ist offen, die knatscht so langsam auch so. Crazy. Warte mal, ich nehme mal hier so eine Kerze und dann gucken wir mal runter. Das klingt doch sehr, sehr gut. Ich würde mal so in den Keller gucken und runterrufen. Ist da wer? Da gucke Bettina. Treppe runterkommt. Okay. Niemanden. Ich glaube, wir sollten hinuntergehen. Ich würde noch vorher ganz kurz was machen, bevor wir runtergehen. Und ich würde zu dem Abwasch gehen und so ein paar der Bestecke nehmen und daraus ein großes Pentagramm legen. Und dann zurück zu Wilson kommen. Das ist eine Sicherheit, falls es hier Essensdämonen gibt. Die kommen nämlich, wenn man nicht alles perfekt gespült hat. Und ich muss echt sagen, ich habe nicht aufgepasst, was ich abgetrocknet habe. Deswegen ist das bei mir immer Shit. Ja, klar. Ja, sicher ist sicher. Ja. Ich habe ihn auch Globulis als Opfergabe dargebracht. Wir können jetzt runtergehen. Ich nehme mir einen von den Globulis und lutsch drauf rum. Er ist Zucker. Voll gut. Dann, okay, ihr geht nach unten? Ja. Wer geht vorweg? Wilson. Ich halte die Kerze. Dann gehe ich nach vorne. Also geht Wilson vorweg? Ja. Als du die Treppe hinunter gehst, spürst du plötzlich einen Druck an deinem Rücken und du stolperst nach vorne und fällst den Rest der Treppe hinunter. Du kriegst dadurch eine Wunde. Oh, wow. Okay. Ah, oh, shit, Ludwig. Ich bin voll gestolpert. Ah, mies. Das ist ja voll blöd. Voll auf meine Hand. Auf die Blockflötenhand diesmal. Ja, ey, richtig fies. Oh, nein. Shit. Allerdings, im Gegensatz zu dem, was Bettina gesagt hat, ist momentan der Keller nicht unter Wasser. Der Boden fühlt sich ein bisschen feucht an. Ja. Aber da ist jetzt nicht wirklich, wo du das sagen würdest, du bist mitten in einem Teich gelandet oder so. Oh, ich hatte voll Glück, ich bin nur ein bisschen Matsch gelandet. Das ist voll okay. Nein, nicht im Matsch. Da sind bestimmt Staub und Würmchen drin und so. Ja. Allerdings ist bei deinem Sturz auch die Kerze ausgegangen. Shit. Ja, ich laufe wieder hoch und hol noch eine, würde ich sagen. Ludwig, ich sehe gerade nichts.
Bleib einfach da liegen. Ja, ich taste mal hier ein bisschen rum. Okay, soll ich die Tür schließen für das Chi, damit es sanfter fließt? Auf jeden. Okay, dann gehe ich hoch und mache die Tür hinter mir zu. Und guck, ob noch irgendwo eine Kerze ist. Und Wilson tastet erstmal rum und steht wieder auf. Und okay. Gehen halt eine Kerze holen und dann wieder zurück zur Tür gehen. Okay, du hast es rum, du gehst so ein bisschen an die Seite und merkst, okay, dort ist Stein, kommst dann plötzlich so an ein Regal an. Okay, da ist ein Regal, tastest so weiter. Mhm. Was dir auffällt, ist, dass plötzlich so, dass es hier unten deutlich kühler ist als oben. Also es ist schon so, boah, ja, irgendwie unangenehm kalt mittlerweile. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Kannst du noch eine Jacke mitbringen? Was? Eine Jacke. Ich mache die Tür wieder aus. Was soll ich tackern? Du kriegst die Tür tatsächlich nicht auf. Oh. Ich rüttel daran. Du hast irgendwas wegen Tackern gesagt. Eine Jacke. Eine Jacke. Okay, warte kurz. Dann gehe ich erstmal hoch. Hier. Die Tür des Zus habe ich gar nicht bemerkt und ich würde kurz hochgehen, weil ich würde nicht sagen, dass Ludwig so eine krasse Jacke bei hat. Er ist auch für die Jahreszeit eigentlich viel zu kühl. Mhm. Ich glaube aber, dass Chad wahrscheinlich so eine Pumperjacke dabei hat, die er noch so größer werden lässt. Ich weiß nicht, wie man die nennt, diese sehr fluffigen. Also würde ich bei dir klopfen. Ich bin wahrscheinlich gerade am Duschen, oder? Dann würde ich einfach ins Bad gehen bei dir und dann so am Bad klopfen, wenn dein Zimmer nicht abgeschlossen ist. Ja, das ist nicht abgeschlossen. Klopfe ich, wenn er kein Geräusch macht, gehe ich rein, würde zu seinem Bad gehen. Wir haben alle so ein Bad im Zimmer, oder? Habe ich es richtig verstanden? Und würde dann einfach so am Bad zu klopfen und nur reinbrüllen. Chat, ich nehme eine Jacke von dir und würde mir dann die erstbeste Jacke nehmen, die ich finde. Alles klar. Und gehe mit der Jacke wieder zurück zu der Tür von Wilson. Okay. Und werde sie da natürlich versuchen aufzumachen. Es scheint, als würde diese Tür klemmen. Du kriegst sie so normal nicht auf. Wilson, ich würde sagen, die Tür klemmt. Da helfen auch meine Tarotkarten nicht. Das ist ein physikalischer Zauber. Aber ich hab einen Kristall dabei, der das vielleicht richten kann. Und ich habe so einen faustgroßen Kristall bei mir, der auch schon so ein paar ordentliche Dellen hat, wo so ein paar Sachen abgesprungen sind. Und guck einfach, ob ich damit die Tür so im Place hämmern kann, dass sie dann nicht mehr feststeckt. Ich glaube, das wäre dann auch in dem Sinne... Vielleicht Sports? Ja, wahrscheinlich auch wieder Sports. Jo, so ein Doppel-1. Schaff's nicht. Ist ein Doppel-1. Also okay. Ich bin auf -1 Punkt insgesamt. Sports, okay, du versuchst dein Bestes, aber das irgendwie funktioniert das überhaupt gar nicht so. Und du hast aber so dieses Gefühl, je mehr du das versuchst, desto fester drückst du diese Tür da eigentlich rein, anstatt sie zu lösen. Wilson, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, schlechte Nachricht ist, die Tür klemmt nicht mehr, sie ist eigentlich komplett zu. Warte, ich probiere es mal von der Seite hier. Wirf dich mal gegen, ich mache Platz. Ich lege auch die Decke aus, die Jacke aus, weil zu fällt. Du versuchst dich die Treppe wieder nach oben zu tasten, merkst echt, oh, dein Handgelenk schmerzt voll. Also das, was da, als du da runtergestürzt bist, da muss irgendwas mehr passiert sein. Und als du nach oben dich so tastest, hörst du so wie schon so, okay, da oben muss die Tür sein und Ludwig muss dort sein. Aber irgendwie wird alles um dich herum komplett leise. Also Ludwig redet ja die ganze Zeit eigentlich auch sehr viel. Und mit einmal hörst du ihn gar nicht mehr, so als wäre er plötzlich weg. Ludwig, ich glaube, ich habe einen Hörsturz von dem ganzen Stress und vom Stürzen. Hallo? Bist du noch da? Ludwig? Natürlich weiter, aber ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ja, Mann, scheiße, ey. Was ist das hier? Oh, was für ein blödes Wochenende. Ich hätte einfach zu Hause bleiben sollen. Und versuche weiter hochzugehen. Und okay, ja, du gehst nach oben und erreichst schließlich die Tür. Ja. Ist immer noch zu. Okay, dann
Tast dich mal, ob da irgendwie so ein Türgriff ist oder irgendwie irgendwas, was die Tür zuhält. Also ist es ein Türgriff da? Mhm. Also sonst hättet ihr die Tür auch recht schlecht aufbekommen. Ja. Und du drückst sie nach unten, aber sie geht nicht auf. Ludwig, zieh mal. Ja, das tun wir nicht, Sir. Mhm. Okay, ihr zieht. Ich brauche bitte Spot-Check. Also ich schätze mal, Wilson drückt und Ludwig zieht. Mhm. Mhm. Eine 4. Mhm. Insgesamt. Eine 10. Das ist sporty. Eine 10. Oh. Ja, also die Tür gibt nicht nach. Und für Ludwig, der Türgriff geht ab und du fliegst nach hinten und bekommst dadurch eine Wunde. Und für Wilson, du merkst plötzlich, wie so ein richtig kalter Schauer dir über den Rücken läuft. So als würde jemand mit einer kalten Hand einfach mal so von oben nach unten runter fahren. Ludwig, diese Jacke wäre richtig cool. Wilson, es wäre mega cool, wenn du die Tür aufmachen würdest. Scheiße, wir können nicht alles irgendwie haben. Hol mal Chat. Das stimmt allerdings. Ich würde sagen, mittlerweile kommen auch die beiden Mädels wieder von draußen rein. Mhm. Dann würde ich sagen, ich laufe an euch vorbei, habe in der einen Hand so eine riesengroße Jacke, in der anderen Hand eine Türklinke und sage bloß, Wilson friert und rennt nach oben. Was? Ich glaube, Laura würde Richtung Küche gehen, weil das war das letzte Mal, wo wir Wilson gesehen haben, wie er am Spülen war, um zu gucken, was da los ist, einfach. Ihr seht, also ja, von der Richtung kommt ja auch Ludwig gerade gerannt. Als ihr euch umschaut, seht ihr, dass bei der Kellertür die Klinke fehlt. Was wetten wir, dass die beiden versucht haben, in den Keller zu gehen? Sagt Laura. Klopft so an der Tür. So, und durch das Klopfen hört ihr natürlich auch, okay, anscheinend ist der gute Wilson da drin. Ludwig, hast du jetzt Chat schon geholt? Ich würde sagen, ich bin bei Chat bei der Dusche und klopf sonst. Ja, Chat ist gerade tatsächlich gerade fertig geworden und steht da in seiner vollen Muskelpracht und Boxershorts gerade in dem Raum. Nice, perfekt. Ich greife dich bei der Hand und sage, Chat, was? Wir müssen jetzt los. Hä? Was? Nimm diese Türklinke, ich habe nur zwei Hände. Folg mir. Okay. Zieh dich so die Treppe runter in den gesamten 3 km/h, die ich aufbringen kann mit meinem Lauchkörper. Und sag bloß, Wilson ist im Keller eingesperrt und ich kriege ihn da nicht raus. Wir brauchen eine Muskelkraft. Okay. Und warum ist er im Keller und warum hast du eine Klinge in der Hand? Lange Geschichte. Es hat damit angefangen, dass er hat sich in die Hand geschnitten, weil er, es ist eine lange Geschichte. Alright. Wenn Ludwig weg ist, würde Laura gerne mal die Tür angucken, wo die Scharniere sind. Vielleicht kann man die ja einfach so aushebeln oder so. Sie kennt sich ja jetzt mit Hausbau und Türen und ähnlichem aus. Sie hat schon einiges gemoddet an ihrem Häuschen. Deswegen guckt sie mal. Okay. Ja, also du siehst, die Scharniere sind recht alt. Wahrscheinlich schon länger nicht mehr geölt worden. Genau, also könntest du wahrscheinlich raushebeln. Dann würde ich das machen. Ich würde Tiffany sagen, was ich vorhabe. Sagt, komm, wir müssen es so und so packen, dann können wir die einfach so rausstemmen, glaube ich. Du und ich zu zweit, bevor die anderen wieder da sind. Girl Power. Ja. Schnappen uns die Tür. Okay, ja. Dann hätte ich gerne von euch einen Sports-Check. Sports. Okay. Das ist meine Minus, ich denke. Nee. Null. Zen. Ich habe genau eine 14. Auch mit Minus, aber ja, 14. Okay, Laura gleicht das aus, was Tiffany nicht so gut kann. Tiffany, du versuchst dein Bestes, merkst aber, okay, das funktioniert nicht ganz so sehr, wie es eigentlich sollte. Und bei dem Versuch klemmst du dir deinen Finger ein. Oh. Ei. Alles klar? Ja, also es ist okay.
Ich habe etwas gemacht. Was war das? Ich habe nicht alles verstanden. Einklemm. You hurt your finger while you were trying to open. Ist das gebrochen oder? Nein, nein. Okay. Es schmerzt. Sehr. Okay. Ja. Es schmerzt. Du weißt nicht, ob da draußen was passiert oder nicht, weil du nichts hörst. Ja. Was du aber mitkriegst, plötzlich packt dich etwas am Bein und zieht dich mit einem Schlag nach unten die Treppe hinunter. Ah! Können wir es hören? Ja, ihr hört ihn plötzlich, wie er aufschreit. Und ihr hört ein Poltern, als würde etwas die Treppe runterfallen. Jetzt, okay. Bist du okay? Moment, wir sind gleich da! In der Tür rumfummelnd. Ich reiß die Tür dann auf, wenn es geht. Okay. Du wirst weiter weggezogen, Beam? Wilson. Die Mädels schaffen es, die Tür aufzukriegen, werfen die auf und ich schätze, ihr rennt die Treppe nach unten, ne? Hat es jetzt da ist es ganz dunkel, oder? Da unten ist es dunkel, ja. Gab es irgendwas wie eine Taschenlampe oder so, was man in der Küche gesehen hat? Oder so eine Lampe, Laterne oder so? Wisst ihr nicht, aber es gab auf jeden Fall Kerzen. Ich würde erst eine Kerze nehmen, weil ich mir denke, es reicht, wenn schon eine Person schreiend eine Treppe runterfällt. Mhm. Wir müssen nicht drei draus machen irgendwie. Ich schnapp mir eine Kerze. Ich schnapp zwei Kerzen, drücke eine Kerze Tiffany in die Hand. Ja, und ich kann die andere nehmen, ob es zwei gibt. Genau. Zwei Kerzen, ja. Ja. Und dann, Wilson, wir retten dich! Als ihr nach unten kommt, seht ihr, wie Wilson dort mitten im Matsch in der Mitte des Raumes liegt. Wilson? Sehen kann ich noch, ja? Du kannst noch sehen und du kannst jetzt auch, du hörst jetzt wieder, wie die beiden ankommen und nach dir rufen. Ja. Oh, krass, ey, da war gerade irgendwie, erst geht diese Tür nicht ordentlich auf, dann schneide ich mich hier, jetzt ist meine Blockflötenhand kaputt und auf einmal kommt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich irgendwo verheddert in einem Seil oder so und bin hier gerade runtergefallen. Ich würde mich neben Wilson knien, um ihn zu untersuchen und zu gucken, was mit ihm ist und sag, solange du noch dich beschweren kannst, kann es dir gar nicht so schlecht gehen und taste so vorsichtig so deinen Nacken und den Kopf ab. Wie viele Finger hebe ich hoch? Kannst du denen folgen? Soll ich so sagen? Es geht ja doch schlechter, als ich dachte. Oh, nein. Ja, was ist das hier für ein Keller? Krass. Was habt ihr mit der Tür gemacht? Und wo ist Chad? Und habt ihr eine Jacke dabei? Oh, ich habe eine Jacke gesehen, aber... Wir stehen ja noch oben mit Chad, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Zimmer sind. Ja, ihr kommt dazu auch so langsam an, wieder zurück in die Küche. Ja, dann ziehe ich einfach Chat noch weiter mit an der Hand und sage, da lang, oh, die Tür ist offen, hervorragend, geh zuerst, kennst die Treppen besser aus. Ich halte die Kerze, ich gebe dir deine Jacke, hol dann so zwei Kerzen in jeder Hand, halte ich eine und warte, dass du so vorgehst und halte die auch so über dich, dass du so weit sehen kannst, weit. Ja, wahrscheinlich, wo er das dann gerade gesagt hat, hört ihr dann jemanden schwer die Treppe runterdonnern? Halb hast du Lautstatt? Schuhe an oder bist du barfuß? Barfuß. Okay. Ja, das, was du definitiv mitkriegst, ist, als du unten die letzte Stufe nimmst, dass du mitten im Schlamm landest. Ah. Und ihr seht da unten ankommen, Chad, nur in Boxershorts, mit einer seiner Jacken in der Hand und einer Kerze und schaut dich um. Was zum Fick? Oh, voll gut, dass ihr da seid, endlich. Ach, kann ich diese Jacke eben kurz haben? Ist mega kalt hier. Ey, guck mal hier in meine Blockflötenhand, Alter. Mann. Wilson, was passiert? Hey, ich hab gedacht, vielleicht ist hier unten doch irgendwie noch ein bisschen Ketchup oder keine Ahnung und wir können irgendwie mal ein bisschen noch was Ordentliches zu essen machen und so. Und dann ist hier irgendwie die Tür nicht aufgegangen mehr und dann habe ich mich hier verheddert und es ist arschkalt und ich weiß auch gar nicht, irgendwie meine Ohren sind irgendwie ein bisschen kaputt oder so. Hört ihr mich eigentlich? Rede ich irgendwie lauter als sonst oder so? Und ich heb mich so an einem Stück hoch, so einfach so. Ja, also sieht's ja schrecklich aus, Alter. Hier, zieh dir erstmal die Jacke an. Ich leg dir die Jacke an. Ja, danke, ey. Wo sind wir hier? Wo es heller ist. Und dann gucke ich mir deine Wunden an. Okay. Mhm. Okay, und ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um einfach mal eine Pause zu machen. So ungefähr 10 Minuten so Maximum. Mhm.
Klingt gut. Okay. Okay, perfekt. Dann sehen wir uns nach der Pause. Danke schon mal an den Chat für die aktive Beteiligung. Falls ihr das bis jetzt richtig toll findet, denkt dran, uns zu folgen. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, wir finden es nicht nur toll, sondern geil und möchten euch gerne weiter unterstützen, gibt es auch die Möglichkeit, ein Abo dazulassen. Da freuen wir uns immer drüber und das hilft uns weiter, tollen Content für euch machen zu können. Ansonsten sehen wir uns gleich nach der Pause und stay hydrated. Wir sind wieder zurück aus der Pause. Upp, upp. Okay, ihr habt es geschafft, Wilson aus dem Keller zu befreien. Er hat sich leider eine Verletzung am Handgelenk zugezogen und diese Schnittwunde an der Handfläche. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus und sehr verdreckt mittlerweile. Chats Füße ebenso. Hm. Mann, Mann, Mann. Also, dich müssen wir gleich erstmal in die Dusche schicken. Oh ey, das brauche ich auch nach so einem Tag auf jeden Fall. Noch so ein bisschen Kamillentee und dann ab in die Dusche und dann glaube ich morgen früh ein gutes Frühstück oder so. Yeah. Weißt du noch, wann du zuletzt geimpft wurdest gegen Tetanus? Ja, bestimmt. Als ich klein war, glaube ich, oder so. Mama hat das alles gemacht. Wir sollten dich vielleicht am Montag gleich noch impfen lassen, weil das sieht alles ja hier mit diesem Keller und so. Hey, wenn du geduscht hast, sag doch Bescheid, dann verarzte ich den Schnitt nochmal neu, damit das alles in Ordnung ist. Voll gut, dass du dabei bist. Er ist richtig großartig. Ja. Ich wollte das zwar eigentlich hinter mir herlassen, aber was macht man nicht für Freunde? Sagt sie und klopft dir so auf die Schulter. ja, danke. Oh, ich glaube, da bin ich raufgefallen. Oh, sorry. Sehr froh, dass der Chat nicht auf die Schulter geklopft hat. Hm? Was für denn eine Chatternuss-Impfung? Ludwig. Manchmal Timing. Ich gehe auch duschen, würde ich sagen. Okay. Ihr verzieht euch auf eure Zimmer, nachdem ihr Chat befreit habt und ihn einigermaßen verarztet, verwundet habt. Was war denn da in dem Keller noch zu sehen? Also Matsch. Matsch, blanker Stein, einige Regale, in denen alle möglichen Krempel drin stand. Was dort noch war, also ich schätze mal, ihr habt euch noch mal kurz umgeschaut, weil ihr schon mal die Möglichkeit hattet. Mhm. Yeah. Dort war in einer Ecke irgendwie eine merkwürdige Ansammlung an Spielzeug, was wahrscheinlich irgendwann mal einem Kind gehört haben muss, was hier gewohnt hat. Das war alles sehr alt und teilweise schon sehr kaputt aus. Wollen wir noch die Tür wieder hinmachen und so und die Klinke rein? Kann ich mich drum kümmern, mit der Hilfe von Laura, wenn du mir zeigst, wie man die Stifte da wieder reinpackt. Dann erkläre ich dir jetzt, wie das so mit Renovieren und so funktioniert und wie man so eine Tür wieder richtig... Ich halte euch die Tür. Jettet! Ja, dann gehe ich schon mal... Also ein halbnackter Chat hält uns die Tür, wenn ich es richtig verstehe. Ja, yeah, immer noch im Box of Thrones. Ja, Stream ab 18 nebenbei. Ja. Fällt dir Honey Jay. Siehst du die Muskeln doch für was gut? Also Laura, Ludwig und Chat reparieren die Tür. Wilson geht baden, duschen. Und Tiffany? Ich denke, wie spät ist das? Es ist schon sehr spät mittlerweile. Okay, ich möchte dann schlafen. Mhm. Ja. Gibt es eine Badewanne in unserem Bad? Bei dir gibt es eine Badewanne. Dann mache ich mir die. Dann lasse ich mir ein Bad ein und ich habe ja ein Handy an Bettina vorbei geschmuggelt. Mhm. Mache dann so richtig schnulzige Musik an. Und ein paar Kerzen. Und okay. Ich werde mich dann da richtig so reinchillen, so, das habe ich mir jetzt verdient und meine Blockflötenhand braucht das auch. Hier im Nebenzimmer nur ganz dumm Philipp Poisel. Okay. Ja, genau so. Also tatsächlich gibt es in dem Haus auch Strom, das heißt, also ihr könnt auch bei euch Licht anmachen und alles sowas. Okay. Ja, also wenn du das, hast du bei dir angemacht oder machst du da so Kerzen? Nee, das muss jetzt so ein
Kerzenlicht, okay. Bad sein mit entspannender Musik. Vielleicht kannst du ja von Ludwig noch eine Bathbomb oder so leihen oder wer auch immer sowas dabei hat. Chat noch gleich eine Bathbomb bestimmt so. Okay, also du liegst in der Wanne, hast du deine Augen geschlossen und hörst du deine Musik zu? Ich habe mir noch aus der Küche eine Gurke mitgenommen und habe so Gurkenscheiben auf meine Augen gelegt. Als wenn Ludwig eine Bathbomb dabei hatte. Badet doch gar nicht. Ja, ab 18 Stream würde ich sagen, ne? Wow, okay. Ich würde sagen, mir werden hier die Vibes ein bisschen zu sommerlich und ich würde mir noch was anziehen und noch kurz gucken, wie die alle in ihr Zimmer gehen und einfach einen Punkt Horror generieren, indem ich sage, Leute, einen Punkt Hope generieren. Ich sage, Leute, ich bin gleich da, ich habe heute noch gar keine frische Luft geschnappt, ich möchte noch ein bisschen rausgehen. Und er hat so einen sehr ausfallenden schwarzen Mantel an mit lauter Verzierungen und so ein paar Tarotkarten, die drauf gestickt sind. Sehr schöne Schuhe, unterschiedliche Socken, Dreads zurückgesteckt, riecht noch stärker nach Teebaumöl, dankeschön. Und er würde sich, seine Ohrringe anstecken, noch eine Brille mitnehmen und einfach nach draußen gehen und ein bisschen alleine durch den Wald wandern und kleine Lieder trällern für die Waschbären. Und die Geister. Okay, aber vor allem die Waschbären. Ja, erstmal zu Wilson, der ja alleine in der Wartewanne liegt. Du hörst du deine Musik zu, entspannst gerade so ein bisschen, hast die Kerzen angezündet und liegst du in der Wanne und hast die Augen geschlossen und versuchst zu entspannen aus diesem ganzen Schock. Als plötzlich die Kerzen ausgehen. So wie, als würde plötzlich ein Luftzug durch das Bad gehen und die Kerzen ausblasen. Das kriege ich ja nicht so richtig mit. Ich habe ja die Augen zu und Gurken drauf. Aber du merkst ja dadurch, dass es irgendwie nochmal dunkler wird. Ja, okay, gut. Oh Mann, ey, dieses olle Haus. Überall sind Ritzen, der ganze Winter überall. Scheiße. Okay, Ludwig. Du läufst durch den Wald. Mal hier, mal dort, trällerst du ein bisschen vor dich hin. Ja, ich habe zwei Energiesterne als Kompass dabei, ich finde schon zurück. Okay. Du läufst dann eine ganze Weile vor dich hin. Als du plötzlich von hinter dir hörst, was machen Sie hier so allein im Wald? Oh, ich gehe gerade spazieren. Bettina, wollen Sie mitkommen? Nee, das ist nicht Bettina, das ist, als du dorthin guckst, siehst du einen Mann mit einem Gewehr in der Hand. Könnte wahrscheinlich ein Förster sein. Ziemlich gut dick gekleidet. Guck dich an. Ganz schön gefährlich hier draußen. Es geht, ich habe noch keine Waschbären gesehen. Nee, werden Sie ja auch nicht sehen. Wenn sie so rumbrüllen, erst recht nicht. Muss schon leise sein, um nicht zu verscheuchen. Kann man ihnen weiterhelfen? Haben sie sich verlaufen? Naja, aber wahrscheinlich sie. Nö. Also ich bin eigentlich genau da, wo ich gerade sein möchte. Na, wenn sie das sagen. Das ist sehr nett von ihnen. Ja. Na dann. Ich drehe mich um und würde einfach weitergehen. Und zurückgucken. Es wäre sehr nett, wenn sie mich nicht erschießen würden. Nebenbei. Und würde dann weitergehen wollen. Oder versuchen weiterzugehen. Ja, du gehst weiter. Entfernst dich dadurch natürlich wesentlich immer weiter vom Haus weg. Also du bist schon lange über die Grundstücksgrenze hinweg. Also, ja. Ja, ich würde irgendwann dann so nach der, weiß ich nicht, wenn ich da schon so komplett in einem Waldwald bin und immer wieder Spinnenweben immer habe, mir denken, es reicht jetzt, meine beiden Kristalle zusammenreiben, die mir sagen, wie ich zurückkomme und dann einfach wieder schnurstracks in die Kristallrichtung gehen. Wirf mal 2d10. Einfach mal ganz straight, weil das ist... passt auf keinen der Attribute zu. Okay, ich habe eine 9.
Eine 9? Okay, du vertraust voll und ganz auf deine Kristalle, die führen dich aber in eine vollkommen andere Richtung. Okay, kann ich mitleben. Mhm. Okay, Ludwig ist lost. So, was macht der Rest? Also irgendwann, also, wenn noch jemand wach bleibt, kriegt er irgendwann mit, okay, Ludwig ist schon länger nicht mehr zurückgekommen. Also ich, Chat ist auf jeden Fall noch wach. Wenn wir mit der Tür fertig sind und die anderen mittlerweile wieder nach oben gegangen sind, überlegt sich, Moment, also irgendwie reicht das noch nicht. Und würde sich dann mal an der Vorratskammer zu schaffen machen. Und schauen, ob er da irgendwie was Nahrhafteres findet. Also die Vorratskammer war wieder abgeschlossen worden. Möchtest du in die Vorratskammer einbrechen? Also ich drücke einmal die Klinke, drücke ein zweites Mal die Klinke, denk mir. Und versuch's dann mit einer Gabel an dem Schloss. Das ist bestimmt so ein altes Riegelschloss. Mit einem richtig schön großen Schlüsselloch, wo man bestimmt super eine Gabel reinstecken kann. Oder so. Das ist, ich würde eher sagen, ich würde dir fast sagen, mach mal Mend. Einfach, weil du es ja nicht versuchst mit Kraft, sondern mit dem, mit deiner eher vorhandenen weniger vorhandenen Geschicklichkeit. Okay. Es ist eine 13. Mhm, okay. Ja, du stocherst da so ein bisschen mit der Gabel drin rum und du hörst dann plötzlich so ein lautes Knacken. Mhm. Und anscheinend hast du die Tür geöffnet. Oder das Schloss, besser gesagt. Niemand kann Chat von seinen Mitternachtssnacks abhalten. Und dann schaue ich mal, ob ich da drinnen vielleicht so schon Käse finde oder eine Wurst oder irgendwas, was man super gut snacken kann. Also Wurst findest du nicht. Du findest aber noch mehr von diesem veganen Käse. Ja, fangen wir damit mal. Fange ich erstmal damit an. Okay, du hockst dort in der Speisekammer und snackst da vor dich hin. Mhm. Während du in der Speisekammer hockst, fällt die Tür hinter dir plötzlich zu. Was zum Teufel? Wer hat die Tür zugemacht? Und stehe dann mit einem Stück veganen Käse in der Hand auf und versuche die Tür wieder aufzumachen. Gib mir einen Sportscheck. Oh yeah. Plus 50. 13. 13. Du haust dagegen und haust weiter dagegen und schließlich kracht die Tür auf. Die Tür ist kaputt und du bist draußen. Oh shit. Wie kaputt sieht die Tür aus? Also das, man sieht definitiv, wo die rausgedrückt worden ist. Ich drück die dann so gut ich kann wieder in den Rahmen rein. Schau mich nochmal um, dass nicht irgendwo Bettina aufgewacht ist und gerade in die Küche reinstolpert. Mhm. Und kehrt dann mit meiner erbeuteten Käsesammlung dann wahrscheinlich wieder in den ersten Stock zurück Richtung Zimmer. Als du so in die Stille lauschst, um zu gucken, okay, vielleicht kommt jemand oder sowas, hörst du tatsächlich Schritte, die sich in deine Richtung bewegen. Dann würde ich mich versuchen zu verstecken. Okay. Das ist, ich würde fast sagen, das wäre Escape. Oder cool. Was sagst du?
dass du versuchst ja, die Gefahr zu umgehen gerade. Okay, dann Escape. Weil, los geht's. Ja. 9. Okay. Du versteckst dich unter dem Tisch, weil du denkst, okay, yo, das ist ein super Platz und es gibt hier eigentlich auch irgendwie keinen anderen Ort, wo das jetzt hinhauen würde. Und du siehst, als du da unten drunter hockst, wie jemand in die Küche kommt. Und es knarzt auf dem Boden. Die Person kommt zu diesem kleinen Tisch, der in der Küche ist, bleibt direkt davor stehen und bewegt sich nicht weiter. Und du siehst genauso auf diese Schuhe, die da vor sind. Was sind das für Schuhe? Sehr, sehr feste aussehende Schuhe, so in Richtung Wanderstiefel. Die hat jetzt Bettina eigentlich nicht so getragen. Die war doch eher so Sandalenträgerin, oder nicht? Ja, ja. Und die anderen tragen auch keine Stiefel. Ich bleib mucksmäuschenstill da liegen und denk mir, wer zum Teufel ist das? Okay. Erstmal so 15 Sekunden und dann würde ich nochmal überlegen. Ja, dann diese Person bleibt kurz stehen und bewegt sich dann weiter. Die Tür geht auf, die nach draußen führt. Und die Person verschwindet nach draußen. Ich denke mir, puh. Und wir wollen wieder darunter, unter dem Tisch rausklettern. Vielleicht Bettinas Sohn oder so, den sie vergessen hat zu erwähnen. Und dann wieder auf mein Zimmer zurückgehen. Okay, ja. Ludwig ist immer noch draußen am Rumwandern. Ja. Der wird das Haus erst irgendwann schon so fast gegen morgen erreichen. Aha, meine Kristalle waren richtig, ich wusste es. Der Rest hat sich schlafen gelegt? Ja, ich habe dann irgendwie mit meinem Handy Licht gemacht und dann wieder die Kerzen an und irgendwann ist dann auch das 10. Mal die Musik durchgelaufen. Ich habe nicht so viel Speicherplatz, deswegen muss das immer die gleichen Lieder sein. Und genau, dann habe ich noch kurz Laura aufgesucht, weil sie mir ja noch helfen wollte, das neu zu verbinden und so. Ich glaube, Laura kommt zu dir, weil die ist irgendwie müde, die hat dann ihren Pyjama an und also ja. So Boxershorts und ein Shirt und hat so einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten unterm Arm und klopft dann an die Tür und so, Wilson, geht's dir gut? Hallo? Ich habe gerade so voll richtig gute Groove irgendwie ordentlich gechillt. Aber ist dir das auch aufgefallen hier? Der Wind pustet hier so durch, so. Mir sind da immer die Kerzen ausgegangen. Das ist richtig unangenehm. Ja. Das ist bestimmt, weil das nun alles Gemäuer ist. Ja, auf jeden Fall. Komm, setz dich mal hin und sie Klar. guckt sich dann so die Wunde an und würde die dann auch versuchen wollen zu verarzten. Und sie sagt, was komisch ist, ist, dass Tiffany meinte, als wir draußen am Brunnen waren, sie hat so eine Hand gespürt, die sie so am Rücken berührt hat. Das ist auch irgendwie creepy, oder? Ja, ich habe vorhin auch irgendwas an meinem Bein gespürt, aber ich glaube, das waren nur die Ratten oder so. Die guckt dich so an und so, Ratten? Okay. Ich habe gar nichts mehr im Schlamm gesehen. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Da waren nur diese creepy Puppen und so in der Ecke. Ich fand Puppen schon immer irgendwie merkwürdig. Ja, dann haben sich die Ratten bestimmt da versteckt. Chat wäre so frei und würde bei euch ins Zimmer reinplatzen, weil er euch noch Stimmen, hört. Klar. Okay. Dann kommt er bei euch an die Tiere an und meint, ey, ich habe gehört, ihr seid noch wach. Habt ihr noch Bock auf Käse? Ich habe mir noch einen Snack besorgt. Krasse Sache, ich habe die Tür berührt und die ist einfach kaputt gegangen. Ja, krass, diese Türen hier, die sind echt, also wie gesagt, hier, dieses Haus ist richtig alt, überall zieht der Wind durch, die Türen gehen kaputt. Schon echt komisch. Jedenfalls. Aber nicht besorgniserregend oder so. Ist ja voll gemütlich auch. Ja. Vielleicht ganz kurz, kann ich Mend würfeln, um die Wunde zu heilen? Kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. Dann würde ich es machen, während uns Chat von den Vorzügen veganen Käses erzählt, denke ich. Er hat noch so 4 oder 5 Stück von diesen Dingen.
Eine 15, ja. Yep. Mhm. Du guckst dir das ein bisschen besser an und du schaffst es schließlich auch so, das ein bisschen besser zu verbinden und alles sowas. Dann versorge ich das Fach. Frau. Mhm. Aber Chat, ist ja nicht kalt? Du bist immer noch ein Boxer, Scheiß, oder? Ach ja. Mir ist immer warm. Ich gehe auch im Winter immer mit Shorts nach draußen. Das hält ab. Dich hat es ja komplett weggenockt durch dieses Gewürz, was du da in Massen zu dir genommen hast. Du liegst in deinem Bett, in deinen bereits in Träumen versunken, als etwas anfängt, deine Bettdecke wegzuziehen. So ganz langsam, immer weiter nach unten. Bis du schließlich ohne Decke da liegst. Hat dein Charakter irgendwie eine Beziehung? Ein Partnerin, Partner? Entschuldigung, ich? Ja, sie hat eine Partnerin. Mhm. Du merkst, wie plötzlich etwas einen Arm um dich legt und sich ankuschelt. In deinen Träumen fühlt sich das an, als wäre das deine Partnerin. Ich weiß nicht auf Deutsch. Snuggle. Mhm. Ja. So ankuscheln. Ja, und ich schlafe immer. Mhm. Okay. Und dann... Du fühlst wie so langsam diese Person so über die Wange streichelt und sowas. Und dann... Ich kann nicht schlafen, schmuschen? Ich habe das gesehen. dann, ich sage, warte, ich bin nicht in Arizona. Wer ist das? Okay, du wachst auf und schaust, ob da jemand da ist. Ist niemand da. Du realisierst, dass die Bettdecke weg ist. War jemand da? Gibt es einen Platz für jemand oder jemand war? Komischerweise fühlt es sich neben dir irgendwie auf dem Bett ein bisschen warm an. Okay, ich mag das nicht. was mag ich? ich gehe Lara zu finden. Okay. Ist sie in die andere Raum, oder? Also du machst die Zwischentür auf zwischen eurem Zimmer und siehst, dass sie nicht in ihrem Zimmer ist, dass es so dunkel ist. Okay. Und ich schaue an, ist die Tür des Balkons geöffnet oder nicht? Die ist zu. Die ist zu? Okay. Ich gehe zurück in meinem Raum und draußen. Okay, ja, du gehst nach draußen auf den Flur und du siehst, dass bei Wilson die Tür offen steht und dass da Licht herauskommt. Okay. Und auch einige Stimmen von dort her. Ja, ich gehe dann sagen, ich denke, jemand war in meinem Bett. Ich habe geschlafen, aber ich habe etwas gefunden und ich weiß nicht. War bestimmt Ludwig, der hat noch irgendwas. Das kann nur Ludwig gewesen sein. Ja. Aber... Alles okay bei dir? Ich habe keine Ahnung. Es gibt hier mir ein bisschen Angst. Ich habe... Das verstehe ich. Also, ich hatte eben, als ich unten in der Mensa war, im Saloon, da ist auch jemand gewesen, den ich nicht so richtig zuordnen konnte. Der hatte Stiefel an und das war definitiv nicht Ludwig. Also ich habe ihn, habe halt nur seine Stiefel gesehen, weil ich hatte gerade was unter dem Tisch gesucht. Warum? Okay. Ja, ich hatte Käse fallen lassen. Aber keine Ahnung, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es irgendwie der Sohn von Bettina, von dem sie uns vergessen hat zu erzählen oder so. Aber hat sie ja nicht gesagt, wir sind alleine. Ja, das ist sehr merkwürdig, Leute. Sie hat eigentlich gesagt, hier wohnt niemand außer ihr und ihr... Vor Jahrzehnten. Toter Mann.
Crazy. Stiefel klingt auch irgendwie nicht nach Ludwig, weil ich meine, das ist nicht so sein Style. Hm. Wo ist der ist denn? Ludwig eigentlich zurückgekommen? Ja, Ludwig ist jetzt bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Ich habe ihn unten nicht gesehen und keine Ahnung, keine Ahnung. Ich würde so vorsichtig an seiner Tür klopfen. Ludwig? Entschuldigung, schläfst du schon? Ludwig? Hörst du nichts? Ich mach mal die Tür so auf und linz da so rein und sehe dann wahrscheinlich das noch gemachte und unbenutzte Bett. Dann mache ich die Tür nochmal zu, drehe mich so zu den anderen und sag, hat einer von euch mitgekriegt, dass er zurückgekommen ist? Nope. Ich habe geschlafen, so ich habe nichts gehört. Oh mein Gott. Auch was sich im Wald verlaufen hat, Bettina hat doch gesagt, dass das so leicht passiert und... Also, wenn ich Ludwig einschätze, ist das sehr, also eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Aber das heißt aber auch, wenn er jetzt nicht hier ist, ich meine, wenn das jetzt ein Witz war, und zwar wenn, dann wäre es ein echt schlechter Witz, würde er jetzt ja irgendwie kommen und irgendwas erzählen von einem Heilstein oder Globuli oder der therapeutischen Wirkung des Kuschelns oder sowas. Und dass er das nicht macht, heißt, dass er es nicht war. Das heißt, irgendwo ist noch jemand im Haus, der Stiefel trägt und zu Fremden ins Bett steigt? Das ist so neu. Laura hält ihren Erste-Hilfe-Kasten wie so eine Waffe in der Hand, dreht sie so und guckt so hin und her. Hey Leute, das ist zu durchgedreht. Also das ist wirklich... Ich weiß ja nicht, was in eurem Tee drin war, aber das... Ludwig, auf dem Weg zurück zum Haus, hörst du, wie jemand hinter dir läuft? Wörster, ich habe doch schon gesagt, dass ich hier genau richtig bin. Oh, das ist ein Waschbär. Und ich drehe mich um und gucke so ein bisschen suchend. Du guckst? In der Dunkelheit ist es sehr schwer zu erkennen, ob dort jemand steht oder nicht. Herr Förster. Bitte nicht schießen. Wir hatten das ja schon gerade mal. Ich will einfach auf die Gestalt zulaufen. Ich glaube, Ludwig ist auch ein bisschen kurzsichtig, aber trägt keine Brille, because Eitelheit. Eitelkeit. Du siehst dort einen dunklen Schatten stehen und denkst, okay, da steht jemand. Und als du genauer hingehst, siehst du bloß, dass dort ein Baum steht, der etwas kürzer geraten ist. Keine Sorge, du wirst noch wachsen. Ich streiche den Baum freundlich und klopfe so auf den nächsten Ast und sag bloß, hast du mich gerade erschreckt? Ich dachte, du wärst ein Mensch. Ich drehe mich um, guck mal zurück zum Baum. Okay, ja. Aber ich habe doch was gesehen. Ich würde den Baum mal untersuchen, der da steht. Mhm. Du untersuchst den Baum? Yes. Auf Baumigkeit. Das wäre... you wanna check if this is okay. Ich würde sagen... Das wäre... Read. Genau, weil du ja den Baum untersuchst. Ist eine 14 insgesamt. Eine 14, Sieht sehr nach einem Baum aus. Ich wusste es. Aber du hörst die Schritte wieder hinter dir. Dann drehe ich mich um. Das ist niemand. Ich würde mal so eine Tarotkarte ins dahin werfen, wo ich glaube, das Geräusch gehört zu haben. So. Die Tarotkarte flattert zu Boden. Und du hörst in deinem Kopf... Ein Lachen, wie ein Kinderlachen. Ich würde sagen, Ludwig mag das gar nicht. Ich reibe nochmal letztes Mal seine Kristalle, damit die ihm die Richtung sagen. Holt tief Luft, packt alle seine Klimpersachen irgendwie ein, die so um ihn schlagen können und fängt dann einfach an, wie eine gestochene Tarantula wild durch den Wald zu preschen. Gib mir ein Escape Roll. Mach ich. 4, aber ich habe auf Escape plus 1, also 5. Okay. Während du läufst, fällst du plötzlich hin, weil du auf dem nassen Laub ausrutschst. Und du merkst plötzlich, wie sich etwas an dir festkrallt. Also so, als würde etwas sich auf dich werfen, deine Hände festkrallen und mit scharfen Nägeln über deine Oberarme drüber kratzen. Und hinterlässt tiefe Wunden. Du kriegst 2 Wunden. Mhm.
Ja, ich muss aufschreiben. Ich mache das hier. Ja, nicht gut. Halt, stopp. Ich will mich dagegen wehren und einfach gegen das Ding treten. So doll ich kann. Ich liege hier. Okay, das runter. Ist Attack. Mhm. Mach ich. Und ich habe eine, oh, es ist eine Doppel-10. 20, hm? Okay, yes. Was da auch immer ist, du trittst es weg, rappelst dich auf und ich schätze, du rennst weiter. Dann bräuchte ich nochmal einen Escape-Wurf. Nimm gerne. Zweiter Escape-Wurf sagt wieder eine 3. Oh Gott. Ja, zweiter Escape-Wurf. Du rennst und gerätst so langsam aus der Puste. Dein Charakter ist ja auch nicht ganz so der schnellste und so ein bisschen eigentlich eher den gechillteren Lifestyle. Und das ist so eine Situation, das ist dir noch nie passiert. Du rennst und rennst und merkst dann, okay, du kommst dann nicht mehr weiter, als sich plötzlich irgendetwas in die Luft zieht. Ich gucke nach oben, was mich da gerade hochzieht. Du weißt es nicht, aber du merkst, da ist irgendwas an deiner Kehle. Dann werde ich versuchen, das irgendwie von mir zu befreien, meine Kehle zu fassen und was auch immer da ist, irgendwie wegzuziehen. Okay, dann nochmal ein Attack Roll. Ja. 9 ist eine 9. Eine 9? Und du krallst deine Hände da hinein in diese Präsenz, die dich da festhält. Du schaust so nach unten, um zu sehen, okay, was ist dort? Und siehst bloß eine dunkle Gestalt mit einem breiten Grinsen. Du siehst, wie zerrissene Lippen dich anschauen. Wie teilweise Fleisch in dem Gesicht fehlt. Aber du kannst nicht mehr erkennen, weil du so nach oben gedrückt wirst. Und durch dieses Drücken merkst du, wie immer mehr so deine Luft aus dir herausgepresst wird, dass du kaum noch atmen kannst. Du erhältst nochmal 2 Wunden. Dann bin ich tot. Und das Letzte, was du hörst, ist dieses Kinderlachen in deinen Ohren, bevor dein Hals komplett zugedrückt wird und du tot umfällst. Du darfst jetzt den Horror Sheet lesen. Das ging schnell. Uh-oh. Ah, hier, da ist der Sheet. Nee, es tut mir leid, ich kann den nicht öffnen, diesen Zoom-Cheat. Dann guck da im öffnen. Discord, das ist ja auch noch. Jetzt, sorry. Okay. So. Ja. Ich möchte sagen, welcome to the dark side, aber ich bin da. Ich habe gedacht, dass ich würde der Nächste. So. Lucky you. Nicht mich. Big der Überflieger hat uns alle überholt. Okay, ihr wisst nicht, was Ludwig zugestoßen ist. Aber keine Ahnung. Euch ist bewusst, er ist noch nicht zurückgekommen und hat sich wahrscheinlich im Wald verlaufen. Ich glaube, wir sollten nach ihm suchen gehen. Was meint ihr? Er ist auf Waldkarriere, der findet das schon wieder. Ob wir irgendwie Licht machen sollen, da gab es doch diese Vorveranda mit den Säulen. Das ist eine gute Idee. Er den Weg findet? Weil hier ist alles so dunkel, das ist ja dann das einzige Licht, oder? Wir können auch erstmal Bettina Bescheid sagen. Vielleicht können wir auch einen Fahrer anrufen. Wie hieß er nochmal? George. George. Ach nee, lass sie mal schlafen. Die ist so grantig. Mm.
Also, ich finde, einer kann Bettina wach machen und vielleicht ihr Bescheid geben. Mhm. Und ich würde mal das Licht draußen anmachen und mal hören. Vielleicht hört man ihn ja um Hilfe rufen oder so. Ich meine, Fürch ist ja eigentlich jemand, den man immer gut hören kann. Ja. Yeah. Okay, du machst das Licht an und du hörst in die Dunkelheit hinein. Ich rufe auch selber mal. Ludwig? Hey, Ludwig! Hörst nichts aus dem Wald. Wer wollte Bettina wach machen? Wer auch mal mitkommen möchte, kann mitkommen. Ludwig, du hast noch eine Notiz im Zoom-Chat bezüglich des Horrors. Danke dir. Genau. Chat geht alleine zu Bettina oder kommt mal jemand mit? Okay, Chat geht nach unten. Ja. Und zu der Tür, wo du denkst, okay, das muss ihr Zimmer sein, da ist nicht sonst nichts weiter. Du hämmerst dagegen und wartest eine Weile. Aber es tut sich da drin nichts. Bettina! Bettina! Ich versuche dann mal die Tür aufzuöffnen, wenn sie nicht antwortet. Die Tür öffnet sich. Du siehst dort ein relativ großes Zimmer da drin. Was du aber merkst, es ist verdammt kalt. Kann ich irgendwie ein Licht anmachen oder so? Gibt es einen Lichtschalter? Du versuchst das Licht anzumachen. Ja. Du siehst nur, wie kurz die Lampe aufflackert und dann kaputt geht. Oh shit! Was zum Teufel? Er ist immer noch natürlich in Boxershorts und würde dann ein bisschen da dran herumtapsen und nochmal rufen: Bettina! Bist du hier drinne? Du hörst Schritte von der anderen Seite des Raumes. Gott sei Dank, Bettina. Irgendwie ist Ludwig uns abhanden gekommen. Wir glauben, er ist draußen im Wald. Hat er sich verlaufen? Nilo, sagst du mir Bescheid, wenn du es durchgelesen hast? Ich habe es durchgelesen. Okay. Danke dir. Also dann, alles. Dann wechseln wir uns jetzt mit den Moves ab. Gerne. Okay, dann darfst du als nächstes entscheiden. So, du merkst bloß, wie es unfassbar still in dem Raum ist, in dem du gerade bist. Du hast ja vorher immer die ganze Zeit dein eigenes Atem gehört, aber das ist jetzt auch irgendwie weg. Oder das Knarzen der Dielen und auch das Knarzen der Dielen ist nicht mehr da. Und es ist einfach nur eine perfekte Stille, die gerade in diesem Raum herrscht. Ich würde... Bettina, und ich würde noch ein bisschen weiter vorne tapsen und mich vielleicht abstützen am Bett. Es ist, als würdest du unter Wasser sein, als du gerade rufst. Du merkst einfach, wie deine Stimme total schnell verhallt und nicht besonders weit kommt. Und dir selbst ein bisschen im Hals stecken bleibt und auch einen sehr unangenehmen Druck auf deinen Ohren verspürst. Oh, es muss ein Kreislaufkollaps sein oder so. Verdammte Käse mit dem Gewürz zusammen. Und würde mich dann versuchen hinzusetzen. Ja, du setzt dich da auf dieses Bett, das im Raum steht, und sinkst du in dieser weichen Matratze schon fast förmlich ein. Kann ich auch Würfe abfragen? Kannst du auch. Dann würde ich sagen, mach doch mal kurz eine Coolprobe, als du merkst, dass das Bett, auf das du dich gesetzt hast, irgendwie nicht so ganz der Physikalität gehorcht und du einfach immer und immer tiefer reinsinkst und praktisch schon instinktiv versuchst, nach vorne zu krabbeln, um dich da wieder rauszukriegen. Okay. Hey, es ist ein 21. Gut, schaffst du. Ja, ich sogar relativ smooth. Ich merke so, scheiße. Und dann fängt Adrenalin an zu pumpen. Und ich würde quasi einfach dann jetzt aufspringen und mir denken, das soll so nicht. Und wird dann wieder Richtung Tür laufen. Rennen, also wegrennen oder gemütlich hinlaufen, schlendern? Nicht sprinten, eher so ein Joggen. Okay.
Ich würde trotzdem sagen, dass sich das anbietet als Escape-Probe, weil du möchtest ja aus dem Raum raus. Ja, halt wieder in die Header-Halle rein. Mhm. Es ist eine 4. Mhm. Als du Richtung Tür hastest und versuchst, wieder in die Halle reinzukommen, schlägt diese plötzlich vor dir zu. Milo, was für ein, wir sind jetzt zwei Personen. Wir sind zwei? Ja, wir sind ja zweimal Horror. Ach so, es tut mir leid. Ich dachte, der nächste Move würde an dich gehen. Was hast du gerade gewürfelt? Er hat eine 4 gewürfelt, er hat die Probe nicht geschafft. Deswegen kriegen wir auch einen Zug. Ah, also ein Vierer. Hm. Dann würde ich einfach sagen, dass du gerade versucht hast, wegzurennen. Mhm. Und du noch merkst, wie so Bettdecke und der Rest, der noch da war, sich irgendwie noch an dich gehadert haben. Und als du dich umschaust, kannst du nur sehen, dass du praktisch das halbe Bettgefühl mitgerissen hast. Und du merkst, wie Holzsplitter in deine Haut eindringen und diese Decke sich für einen kurzen Moment einfach nur über den Kopf stülpt. Und als du im nächsten Moment dich freigerissen hast, dass dein ganzer Körper halt von oben bis unten mit Holzsplittern bedeckt ist und du zwei Wunden davon trägst. Okay. Und dann im nächsten Moment alles, was du gerade mitgerissen hast, einfach nur still und leblos auf dem Boden liegt. Okay, dann würde ich jetzt laut rufen, Leute! Leute! Und alle die Tür hämmern und versuchen, die Tür aufzubrechen. Mhm. Das Tür aufbrechen wäre wäre Sports. Mhm. Und Laura ist ja noch unten. Mhm. Ich schätze, du würdest das hören, das Rufen. Ja. Chat, was denn jetzt schon wieder? Und ich gehe Richtung der Tür, hinter der ich seine Stimme höre. Ich reibe mir so die Arme, ich habe ja nur ein T-Shirt und so Shorts an, auch weil ich eigentlich ins Bett wollte. Ja. Okay, ich habe eine 10 gewürfelt, aber ich würde dann jetzt Hope for Better benutzen. Mhm. Dann wäre das eine 12. Okay, du versuchst dich frei zu bekommen. Du merkst, du ziehst an der Tür und du merkst, okay, die gibt langsam nach, die gibt langsam nach. Aber irgendwie willst du noch nicht ganz, Nilo? Mhm. Das sind 12, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also unter 13 heißt, dass wir auch einen Move bekommen. Ja, aber nur einen der Moves, die halt auf dieser Zahl stehen, oder? Oder bin ich falsch? Nee, du kannst den Move aussuchen. Ach so. Du kannst aus der ersten und der zweiten Tabelle kannst du auswählen, ach was so, du machen willst. Dann habe ich das komplett falsch verstanden. Ich weiß die ganze Zeit schon, Buffy, dass sie funktionieren soll, aber das ergibt Sinn. Also du kannst natürlich auch würfeln, in die 10 und dann entscheiden, was dann halt der Wurf sagt, aber du kannst auch einfach so aussuchen, was gerade passt. Nee, ich würde bloß sagen, Wer ist gerade noch? Also Chat ist unten, wo ist der ganze Rest? Wo ist Laura? Wo ist Tiffany gerade? Wo ist Wilson gerade? Laura ist auf dem Weg zur Tür, hinter der Chat rumschreit, weil sie ihn ja hört, weil sie unten ist. Wilson? Wilson wollte eigentlich ins Bett gehen, ist noch in seinem Zimmer. Tiffany? Im Moment im Eingangszimmer. Mhm. Also in der Eingangshalle. Ja. Yeah. Dann würde ich sagen, dass Laura auf dem Weg nach unten zu Chat ist, einfach komplett sich verläuft. Die Treppe, die normalerweise nach unten führt und einfach nur so ganz gerade nach unten führt, scheint auf einmal länger und länger zu werden und du versuchst so schnell wie möglich diese Treppe runterzukommen. Bin ich nicht? Ich war doch an der Eingangshalle. Nee, sie war in der Eingangshalle, so zurück ins Haus. I was confused. Sorry. Kein Problem, dass du an der Eingangstür stehst und die halt aufmachst und dann hinter dir einfach noch wieder, also vor dir wieder eine verschlossene Tür ist, die du gerade geöffnet hast, einfach nicht mehr in deiner Hand ist. Und du intuitiv wieder nach der Klinke greifst und sie öffnest und diese Tür wieder in deine Hand verschwindet und vor dir noch weiter eine geschlossene Tür ist und du partout nicht reinkommen kannst. Was zur Hölle war in diesem Abendessen, sagt Laura. Und macht so Tür um Tür auf. Ich komme, irgendwas stimmt mit der Tür nicht. Oder mit mir? Mhm. Mit diesem Haus. Ich bin gleich durch die Tür durch, Laura. Aber Tiffany, dadurch, dass du in der Eingangshalle bist, da solltest du das auch hören und hören, dass auf der einen Seite Chat ruft und auf der anderen Seite Laura. Okay, so, wo ist Laura? Und Laura ist draußen, vor, okay. der,
vor der Tür. Und okay. Chad ist in dem anderen Zimmer. Und du siehst eigentlich auch, wie an der Tür, wo, also in dem Zimmer, wo Chad drin ist, wie er an der Tür rumwackelt. Okay, ich möchte erst die Tür mit Lore öffnen. Ja, öffnen. Hm? Es geht nicht, oder? Ich mache das. Ich würde sagen, dadurch, dass du ihr hilfst, geht die plötzlich auf, weil sie ist ja in so einer Art, Illusion gefangen, in der du nicht drinne steckst. Okay, das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Du kannst die Tür für sie öffnen. Okay, perfekt. So, ich hoffe es. Okay, Laura, du bist da. Okay, geht's? Ja. Hast du eine Problem, oder? Hast du gesehen, die Tür, da waren ganz viele Türen und immer wieder neu. Es ist immer dieselbe und ganz oft. Also, hast du das gesehen? Nee. Irgendwas stimmt mit den Türen in diesem Haus nicht. Aber es ist alt hier, so vielleicht... Das ist aber ich hab die aufgemacht und dann war noch und dann war sie wieder da und dann habe ich sie nochmal aufgemacht und ich gucke mich so ganz entgeistert an, so mit großen Augen. Oh, Chat. Was ist mit Chat? Nochmal ein Stärke-Check für Chat. Sollte das bei einer 12 nicht mit schlimmen Dingen passieren? Hm? Dafür hatte ich einen. Also, achso, ich dachte mit 12 passieren Dinge, aber es passieren auch schlimme Dinge. Naja, egal. Zweiter Wurf. Uff, 5. Okay. Im Moment, als du dich aus der Tür rauskämpfen möchtest aus diesem Raum, kannst du die ganze Zeit hinter dir ein Geräusch hören und immer wenn du nach hinten guckst, ist dieses Geräusch wieder verstummt, aber der Rest des gesamten Mobiliars hat sich in eine Richtung verschoben. Also wenn du dich die Tür zuwendest, hörst du halt so einen Krach hinter dir und im nächsten Moment spürst du einfach nur einen unglaublich unangenehmen Stoß in deinen Rücken und du erleidest 2 weitere Wunden. Und kannst sehen, dass du von der Gardinenstange einfach von hinten einmal komplett durchbohrt worden bist. Dass sie vorne herausschaut. Und der Vorhang, der da dran ist, auch noch so nach vorne raussuppt mit dem gesamten Blut, das da dran ist. Ja, lauter Schrei. Ah, Leute! Die Möbel kommen näher und... Ah. Möchte die Töpfe... Oder? Ja, wir rennen da mal hin und versuchen die Tür aufzureißen. Okay. Ich möchte auch hinrennen. Mhm. Ja. Okay, Wilson rennt von oben nach unten, die Mädels rennen zu der Tür. Mhm. Leute, was ist denn da los? Keine Ahnung. Die Türen sind irgendwie komisch hier, ruft Laura. Hilf uns. Das wäre ja dann auch ein Sports-Track. Mhm. Uns denn? Mhm. Uns auch? Okay. Also für euch ist es der Chat ist gerade so ein bisschen behindert. Ja, I mean. Ja. Fair. 15. Mhm. Auch 15. Okay. Die Meere so. Türen sind nicht sicher vor uns, wenn wir zusammen sind. Mit aller Macht gemeinsam stößt euch dagegen. Und rammt einfach bloß diese Tür in den Raum hinein, die sich dort verteilt in kleinen Scherben. Und ihr Chat sehen könnt, wie der halt von oben bis unten komplett mit Holzsplittern durchbohrt ist und so einer Gardinenstange einfach direkt durch ihn durchgestoßen ist. Und Blut vorne und hinten raussuppt aus der Wunde. Und er richtig übel aussieht. Oh, irgendwas stimmt nicht mit diesem Haus. Und ich fall quasi in eure Richtung. Und Laura beginnt sofort so Druck auszuüben, so wo die Wunde ist. Sagt, wir dürfen das auf keinen Fall entfernen, sonst verblutet er uns. Tiffany, hast du mitgekriegt? Bettina hat gesagt, es gibt einen Festnetzanschluss, ein Telefon, irgendwo in der Nähe von der Küche. Ruf den Notarzt, wir brauchen einen Notarzt. Okay. Bettina war nicht der Dritte, waren nur irgendwelche Schritte. Okay, telefoniere hin. Jemand. Ich denke, ich kenne die Nummer, oder? Das Telefon ist ziemlich alt und sagst du noch irgendetwas so richtig schön Klassisches, um Hope zu generieren? Was
Ich bin gleich zurück. Genau. Ich komme zurück, oder was war das? Ja, yeah, I'll be right back. Yeah. I'll be back. Und Tiffany rennt in die Küche zu dem Telefon. Ich versuche okay. irgendwie... Ja. Und ich möchte rufen an. So. Das ist ein relativ altes Telefon. Das ist tatsächlich mechanisch und so kaputt, dass du vorsichtig sein musst, dass du da nicht die halbe Wählscheibe abreißt, wenn du es benutzt. Mach da mal einen Recheck, ob du das Ding ordentlich bedienen kannst. Recheck, okay. Minus eins. Was war das? 12. Mhm. Du tust dein Bestes, da diese Nummer zu wählen, aber du kriegst es einfach partout nicht hin. Und du in dem Moment siehst, als es endlich geschafft ist, die Nummer einzutippen, dass es so ein kurzes Flackern draußen gibt und du für einen Moment Bettina draußen hast stehen sehen, die durch die Scheibe hindurch geguckt hat, vielleicht war es auch nur ihre Reflexion. Und du für den Moment einfach so davon abgelenkt bist, dass du schon so eine ganz verhalte, sehr, sehr krisselige Stimme am Telefon hörst, aber dich da fast gar nicht drauf fokussieren kannst. Okay, so, Entschuldigung, also es geht nicht, es funktioniert nicht und ich habe Bettina gesehen. Und okay. Die Verbindung ist sehr schlecht. Okay. Okay, so, aber kann ich jemand hören oder nicht? Caro? Du hörst immer mal wieder einzelne Worte. Okay. Aber es ist eine unglaublich schlechte Verbindung und die schließlich abbricht. Können Sie mir hören? Hallo? Und hallo, das ist scheiße. Okay. Und ich gehe zurück. Pflaster und alles, gibt es eine Packung das im... Kit? Ja, First Aid Kit. Ein Erste-Hilfe-Päckchen hatte Laura ja vorhin schon mal für Wilson zu verraten. Okay. Das liegt bestimmt noch oben, wo es unsere Zimmer oben? Sind. Bestimmt, ja. Okay. Wilsons Hand wurde ja verbunden schon. Habe ich es gesehen? Ich hatte es in der Hand, als du rauskamst. Okay. Deswegen bestimmt okay. sogar. Mhm. Okay, so ich gehe oben und ich möchte es finden. Läufst du bestimmt an mir vorbei. So, was denn los? Es gibt viele Probleme. Komm unten. Wir müssen... etwas ist passiert mit Chad und ich weiß nicht, das Telefon funktioniert nicht. Okay. Und wir können keine Leute telefonieren, so. Ja. Okay, ich guck mal, ich versuche mal mein Handy zu benutzen. Oh, smart. Dein Handy hat keinen Empfang. Ach, shit. Ich habe keinen Empfang. Oh no. Chat. Ja. Yeah. Du siehst Laura an und du hast eigentlich noch die komplette Umgebung von dieser erleuchteten Halle vor, die als ihr in dieses Haus gekommen seid, relativ ordentlich und sowas aussah. Also so, wie als hätte man sich versucht, darum zu kümmern. Mittlerweile merkst du aber, als du an Laura vorbeischaust, dass alles komplett heruntergekommen und alt und verlassen aussieht. So als hätte wäre hier schon lange niemand gewesen. Oh Gott, Laura, siehst du das? Das ist eine einzige Ruine. Ah! Ganz ruhig. Laura hält ihn so im Arm quasi und drückt so vorne und hinten und sagt, schau mich an, Chit. Das ist der Blutverlust und der Schock. Schau mich an. Hier ist deine Freundin Laura, ich bleib bei dir, alles wird gut. Du schaffst das, du bist ein starker Typ, du kriegst es hin. Guckst du mich an, Chat nicht, die Halle angucken, was auch immer du da siehst, das ist nur der Blutverlust, der da aus dir spricht, das ist alles gut. Ich will nicht verbluten. Nein, du hast immer gut gegessen und trainiert, du hast so viel Blut, alles gut. Schau mich an.
Alles wird gut. Ich bleib bei dir. Mhm. Okay? Okay. Du schaffst es. Chat, schaust du mich an? Ich würde ja sagen, das ist ein cool Chat. Check, weil du ein cool Chat. Weil du versuchst in der Situation einen coolen Kopf zu bewahren und ihn mit runter zu bringen und sowas. Okay. Also das heißt, ich würfle cool für uns beide sozusagen. Genau. Das Laura ist in cool eigentlich ziemlich gut, weil sie ja natürlich ätzelt. Was passiert, was, wenn man eine Doppel-10 hat? Nein. Nein? Ist das kein Critical Success? Shit. Nein. Aber dann habe ich eine 21 trotzdem. Okay, okay. Ja, das schaffst du. Du versuchst dir das so runterzubringen, so atme tief ein und aus. Das schaffen wir. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen und die waren auch nicht so stark wie du. Chat, du bist ein Kämpfer. Mhm. Okay, okay, Lara, du weißt, wovon du redest. Genau. Ich weiß, wovon ich spreche. Die anderen beiden rennen nach oben und versuchen, das Medikit zu finden? Ja. Dann wäre das Was meinst du, Nilo? Was wäre das? Eine Read-Probe, oder? Mhm. Ja, dann eine Read-Probe von euch beiden. Oder von beiden? Von beiden. Können auch von beiden. Also beide helfen ja, versuchen, dass wir wirken der Konsequenzen. Minus 1, 19. Mhm. Ei, das aber beides ist meines 1. Ah, ja. Oh, scheiße. Was hast du gewürfelt? 10. Okay. Nice. 10. Okay, ein komplettes Success und einmal mit Failure. Ja. Dann würde ich sagen, du findest auf jeden Fall das Erste-Hilfe-Kit, Wilson. Mhm. Kannst es dir schnappen und damit halt so schnell wie möglich runtersprinten. Okay, das mache ich. Nee, du bist direkt hinter ihm und versuchst halt auch direkt wieder mit runterzukommen. Ganz intuitiv siehst du ihn vor dir, wie er das Ding geschnappt hat und nach unten rennt, um Chat zu versorgen. Aber als du gerade hinterher rennen möchtest, siehst du bloß, wie diese ominösen Türen, die ganze Zeit vor euch sind, sich auch diesmal vor dir schließt. Ganz langsam, als würde sie sich fast schon provozieren wollen, fällt sie vor dir zu und du bist einfach nicht schnell genug, um durch diese Tür durchzukommen. Und du hörst das Einrasten von einem Schloss und das Drehen von einem Schlüssel mehrmals und mehrmals und mehrmals, dass diese Tür mehr als nur normal verschlossen sein muss. Wilson, du bist in einem Tempo unterwegs, da hast du das gar nicht oben gehört. Und Tiffany, du stehst jetzt praktisch direkt vor der Tür. Ja. Du merkst, wie in dem Raum die Temperatur sinkt und die Lichter langsam ausgehen und ein entferntes Knarzen hinter dir zu hören ist, als würde irgendetwas über die Dielen schreiten. Dieses Scheißhaus ist so super kalt. Und ich möchte ein bisschen Hope generieren und frage, wer ist denn da? Hallo? Mach doch mal bitte einen Cool-Check in dem nächsten Moment, als du die Treppe runterstürzt und das fragst. Alright. Es wird wieder so ein blauer Schem sich vor deinen Augen aufbaut und für einen Bruchteil einer Sekunde vor dir ist. 14. Du kannst dich zusammenreißen, nicht die Treppe runterzustoßen und für einen Moment hast du gesehen, wie sich alle Nägel aus dieser Treppe nach oben gedreht haben und dann wieder doch in die richtige Richtung zeigen. Du kannst weiter die Treppe runtergehen und irgendwie dein innerstes Selbst beherrschen. Tiffany, was machst du in dem Moment? Ich habe es nicht gefunden und ich kann mit Wilson rennen, oder? Nein, du bist eingeschlossen in dem Zimmer. Oh, in welchem Zimmer? In dem Zimmer, in Wilsons Zimmer. Wilsons Zimmer, okay. Mhm. So, und es gibt keine Balkon, keine Fenster, was gibt's? In Wilsons Zimmer, da ist kein Balkon. Okay. Da ist eine Badewanne in seinem Bad. Oh, Gott. Was heißt das? Break down the door. Tür kaputt machen. Ja, ich möchte Tür kaputt machen. Ob ich kann, aber. Okay. Okay, du bist in Danger. Ich glaube, ich würde fast sagen, das ist ein Escape-Versuch. Okay. Okay, 2. 11. Okay.
Okay, du wackelst an der Tür rum und versuchst sie niederzureißen, irgendwie rauszukommen. Laura, du hast recht, die Tore sind scheiße. Du stemmst dich an die Wand und reißt an der Tür und kriegst sie aufgerissen. Aber als du sie aufgerissen hast, steht etwas oder jemand vor dieser Tür und schaut dich direkt an. Und kommt auf dich zugelaufen. Noch einmal. Du reißt die Tür auf. Ja. You're opening the door. Yeah. So, and behind it, there is something or someone you can't really see. This is a black figure. And okay. this person comes towards you, push you back into the room. Okay. So, gibt's etwas? Ich möchte Attack. Okay. Attack. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Du kannst nach etwas. Du kannst nach etwas gibt's in dem Zimmer greifen. Etwas von die Kerzen. Kerzenständer. Oder Kerzenständer oder. Yep. Okay. Attack. Das ist ein Attack. Hm? Ja, ich möchte einen Attack machen. So, wo ist meine Dinge? So, für Attack. Oh! Oh, no, wait. Nee, 12. Hm? 12. Reicht leider nicht, und du siehst bloß diesen schwarzen Schatten näher kommen. Und als er nah genug dran ist, kannst du in dem schwarzen Schatten die Umrisse von Bettina selbst erkennen. Und sie wesentlich älter und verfallener wirkt und so einen leichten bläulichen Schimmer über der Haut hat. Und eine Hand an deine Kehle fährt und dich aber nur zum Boden drückt und dir sagt, ich habe dir doch gesagt, dass Fleisch nicht gut für dich ist. Und hat irgendetwas in der Hand und presst es in dein Gesicht und du kriegst kaum Luft und kannst merken, wie was immer sie dir auch gerade ins Gesicht gepresst hat, sich bewegt und äußerst unangenehm auf der Haut ist und wehtut und du zwei Wunden kriegst und dir wahnsinnig schlecht ist und was auch immer gerade in dein Gesicht gepresst worden ist, du siehst es also was an der Seite runterläuft und deine Haare fällt und weiterhin rumriggelt und irgendwas Lebendiges. Du bist dir nicht sicher genau, was es ist. Okay. Kann ich immer eine Attack machen? Oder? Kannst du weitermachen. Ja, ja, ja. Dreizehn. Das reicht gerade so, dass du diesem Wesen mit diesem Kerzenständer, den du dabei hast, halt mit voller Wucht ins Gesicht haust. Immer und immer wieder. Und dann im nächsten Moment, als du wieder ausholst, dieser Schatten einfach verschwunden ist, dein Schlag ins Leere geht, dieser Kerzenständer dabei hast, über den Boden rollt und du dich erheben kannst und du halt sehen kannst, wie viele Maden und Insekten überall auf deinen Kleidern zerquetscht sind, in deinem Gesicht sind und du an den Seiten von deinem Mund halt so Risse drin hast, wo es blutet und einfach nur wahnsinnig wehtut. Ich will das nicht. Okay, so was kann ich jetzt tun? Wegrennen, höre Variante. Die Tür ist offen, das Wesen ist weg. Okay, ich gehe unten. Okay, das wäre noch ein Escape-Wurf. Ja, ich schrie. Okay. 10 plus. Escape, 12. Mhm. Du rennst nach unten zu den anderen hin, aber du hörst, wie dich etwas verfolgt. Du hörst diese Schritte hinter dir und du hörst diese Stimme hinter dir. Lauf nicht weg, Liebes. Nee, ich merke es nicht. Und ich renne nach meiner Freundin. Okay. Alle Leute. Okay. Ihr seht, wie Tiffany komplett verschränkt, verängstigt und mit Wunden im Gesicht nach unten gerannt kommt. Und während ihr da versucht, irgendwie Chat zusammen zu flicken. Mhm. Tiffany, was ist passiert? Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten?
Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte nach Hause gehen. Jetzt. Ich mag nicht dieses Haus. Es ist komplett scheiße. Ich kann es nicht tun. Dieses Haus. Ich kann nicht. Es ist nicht wirklich so. Es ist uralt. Alles ist kaputt. Schaut nur. Ja. Kannst du dich um Tiffanys Wunden kümmern oder hier Druck ausüben? Klar, ich nehme ein Handtuch und halte es irgendwie Tiffany hin und versuche ihr zu helfen. Ich mach mal gleich eine Momentprobe hinterher. Du bist gerade relativ nervös und als du diesen Kasten halt versuchst aufzukriegen, brauchst du alleine schon dafür. Ja. Ist geplant. 12. Das hätte reichen können, aber leider. Leider musstest du ja schlecht würfeln. Du findest auf jeden Fall diesen Kasten vor dir und du findest ein Handtuch vor dir und die Fläschchen zum Desinfizieren und alles, was so ein guter Kasten beinhalten sollte. Alles auch sehr, sehr gut geordnet und zum Schuss und genauso, wie du es erwarten solltest. Und als du Tiffany versuchst zu versorgen, ganz intuitiv benutzt du halt einige dieser breiten Bandagen, die dort drin sind, schneidest sie zu, dass man damit die Wunden halbwegs irgendwie abkleben könnte. Du bist dir nicht genau sicher, wie du das machen möchtest, weil es halt so im Gesicht ist und so unglaublich schlecht ist, da ranzukommen. Und du nur merkst, als du dieses Desinfektionsmittel ganz intuitiv darüber machst, dass es wahnsinnig brennt auf deiner Hand. In dem nächsten Moment, als du es gerade so an die Wunde gehalten habt und dir jeder eine Wunde bekommt und du furchtbarste Rötung hast und für Tiffany, das direkt in dein Gesicht gepresst worden ist, ist es noch viel unangenehmer, als hätte man Salz in die Wunde gestreut. Und du merkst im nächsten Moment, dass der gesamte Medizinkasten so zusammenschrivelt. Alles, was da drin ist, ist so gräulich und schwärzlich wird und die gesamten Sachen, die da drin sind, wirken, als wären sie schon Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte alt. Ich schrei einmal und sag nur, sorry, sorry, oh Gott. Was ist passiert? Wilson tried to help you and tried to press something into your face and wounded you with this, since there's something else in it. So, ich habe noch jetzt drei. Genau, du hast einen Lebenspunkt verloren noch dadurch, durch das Healing. Hast du, you lost one health point by healing. Okay. Na, aber insgesamt, ich habe drei. Ich habe gedacht, drei Wunden. Oben zwei und jetzt eine, oder? Ja, drei Wunden. You have three rounds by now and you have two left. Yeah, yeah. As far as I know. Ja, wir müssen hier raus. Das ist, was ich habe gedacht. Wir müssen hier raus. Wirklich, wir müssen. Ich habe keine Ahnung. Rennen? Eine Stunde. Oh, ich guck so Chat an, der in meinen Arm liegt, durchbohrt ist. Er sagt, er kann nicht rennen. Er ist. Wisst ihr was? Geht ihr und holt Hilfe. Ich bleibe mit Chat hier. Nein, aber. Aber es gibt. Oh, ich erinnere mich nicht. Zwei Stunden bis zum nächsten Start. Oh. Es ist zu lang. Wir sind doch noch in Hilfe der holen. Küche, oder? In der Eingangshalle. Ist halt eine Eingangshalle. Eingangshalle. Aber die Küche ist ja nebenan. Ja, zwei Räume weiter ist die Küche. Zwei Räume weiter. Okay, ich möchte in die Küche gehen und eine Fackel machen. Okay. Das wäre Reed? Reed, genau. Zu basteln? Ja, okay, gut, dann nehme ich, breche ein Stuhlbein ab oder was auch immer und mache daraus eine Fackel. Mhm. Reed ist natürlich genau das, was ich... 14! Yay! Hey! Provisorische Fackel gebastelt, die dann in deinen Händen ist. Geil, rennt vor dann sich hin. Zünde ich sie auch an und dann, genau, gehe ich zurück. Leute, lass uns hier raus, wir können draußen irgendwie warten oder so. Mhm. Oder habe ich das Gefühl als Ärztin, dass man das irgendwie so sichern könnte, diese... Also der steckt halt so eine Stange in seinem Körper drin. Mhm. Also das ist man schon... kann ihn eigentlich nicht bewegen, oder? Mhm. Also du als erfahrene Ärztin würdest du definitiv sagen, so das ist zu gefährlich, ihn da großartig zu bewegen. Ihr wisst aber allerdings auch, dass in diesem Haus wesentlich mehr Gefahren zu lauern scheinen, als es den Anschein hatte.
momentan überlegen, ob es mehr Sinn macht, das zu sichern und ihn irgendwie auf einen Tisch zu packen und ihn quasi auf so einer improvisorischen Schleppe hinterher zu ziehen, damit er halt nicht bewegt wird. Chat würde dir einigermaßen die Entscheidung abnehmen, weil er einfach jetzt versucht aufzustehen und zu sagen, dieses Haus ist nicht das, was es wonach es aussieht. Wir sind hier drinnen nicht sicher. Und quasi Richtung Tür stolpert. Nein, ich halte dich fest. Gib mir trotzdem noch mal den Escape-Wurf, weil du versuchst wegzukommen. Okay. Für Idiot bringt sich noch um, sagt Laura. 19. Okay, du kannst dich von Laura lösen und stolperst so langsam auf diese Tür zu und du siehst auch, wie sie so langsam näher kommt und so für dich selber so dieses, ich komme hier raus, ich schaff das, wir kommen hier alle raus. So, Laura, du versuchst ihn zurückzuhalten. Ja. Ich sag, du musst dich hinlegen. Wir schleppen dich irgendwie diesen Wald raus. Keine Sorge. Aber du kannst dich nicht bewegen. Also du kannst, aber du solltest nicht. Hör auf mich, ich bin Ärztin. Ihr merkt plötzlich, wie das Licht in der Halle ausgeht. Komplett erlischt. Mit einem Schlag. Auch die Fackel? Du bist doch dabei, die Fackel zu machen, bevor du dann wieder zurückkommst in die Halle. Okay. Wir können hier nicht drinnen bleiben, wir können hier nicht drinnen bleiben. Was ist denn Freiteufels Name ist hier eigentlich los? Tiffany, was machst du in dem Moment? Ich? Mhm. Ich möchte weggehen. Ich denke, das ist am besten. Dann mach auch einen Escape Roll. Okay. Hey, Escape, 17? Mhm. Ja, 17. Du wirst auf jeden Fall aus dem Haus schaffen. Mhm. Dich dort herausbewegen können. Okay. Kommt alles mit. Wir müssen jemand finden. Wir brauchen Hilfe. Okay, ja, ich würde dann auch genau zu den Leuten und versuchen irgendwie nach draußen zu kommen. Ja. Okay, du hast die Fackel dabei und du versuchst nach Hause zu kommen, dann bitte ein Escape-Move. Yay. Oh no. 3. Yay, oh no. Oh, ja. Alles, sorry, plus 2, 5. Das macht's auch nicht besser. Du siehst, wie die anderen Juroren das Haus verlassen, sich da über die Türschwelle bewegen und du denkst dir so, okay, ich komme da hinterher, ich schaff das hinter den anderen her, ich habe die Fackel dabei, ich bin totally safe here. Du rennst da drauf zu, als sich plötzlich etwas zurückhält und zurückreißt und durch das Haus zerrt. Oh Gott. In den Keller hinunter. Nein. Die Markierung. Yes. Okay, in den Keller runter kann ich versuchen, die Tür anzuzünden. Also ein Sportscheck. Definitiv ein Sportscheck und du wirst auf jeden Fall runtergezogen. Du wirst runtergezogen und landest dann halt sozusagen auf dem Kellerboden erst einmal. Sports, 15. Nein. Das heißt, du kannst eine Fackel lange genug gegen diese Tür halten, bis sie tatsächlich Feuer fängt, weil sie schon uralt und brüchig zu sein scheint. Yes. Im nächsten Moment aber nur so ein Ruff hochgeht und das Feuer sofort über die gesamten trockenen Sachen, die auf der Küchenzeile liegen, sich einmal so ausbreitet in so einem Halbkreis. Okay. Und das auf jeden Fall in Flammen steht, aber du an dich halt darauf fokussiert, das nicht festzuhalten und jetzt runtergerissen wirst, die gesamte Treppe und jede Treppenstufe immer wieder vorne aufschlägst und du davon eine Wunde davon trägst. Okay. Und du merkst, wie irgendetwas in deinem Zahn knirscht und du wahrscheinlich gerade einen Backenzahn ausgebissen hast oder irgendwas in der Richtung. Du merkst aber bloß, wie irgendwas in deinem Mund wackelt und da sich was bewegt. Okay, kann ich irgendwie um mich schlagen? Mhm. Attack? Ein Attack. Das ist 12. Dann benutze ich meinen einen Hope-Punkt, um noch ein plus 1 drauf zu kriegen. Nice. Hope for the best.
Du schlägst um dich, nach hinter dir und merkst halt, wie irgendetwas in dem Schlamm war, das nach dir gegriffen hat, dass sich der Schlamm, als wäre so leicht magnetisch sich in deine Richtung bewegt hat und mit deiner Fackel da drauf schlägst, dann kss hörst und der Schlamm von kurzem Moment zurückgehst und du merkst, der Griff, der sich gerade um deinen Fuß gegriffen hat, loslässt und du auf jeden Fall davon befreit bist, aber auch sehen kannst, wie aus dem Sand selbst, aus dem Schlamm unten selbst immer feinere Antennen in deine Richtung kommen und sich zu dir bewegen. Okay, ich muss da raus aus dem Keller. Das wäre wohl ein weiterer Escape-Wurf, würde ich sagen. Alles klar, raus. Einfach nur weg. Das nicht wahr? 12. Okay. Hast du noch Punkte? Bitte. Ich hab gar nichts mehr. Ja, du rappelst dich auf und versuchst dich erstmal wegzuziehen, damit du vor diesem komischen, was auch immer da auf dich zukommt, wegkommst. Und versuchst nach oben zu kommen. Bist schon so halb aufgestanden, als sich etwas an deinem Hinterkopf packt und nach unten den Schlamm drückt. Nein. Und du merkst, wie sich dein Mund langsam mit Schlamm füllt. Du bekommst eine weitere Wunde. Ich brauch den Mund noch zum Singen und für die Blockflöte. Alright. Was möchtest du machen? Ich muss mich ja irgendwie wieder losreißen und irgendwie vom Boden wegdrücken. Mhm. Also wäre das ein Attack. Joa. 4. Nilo? Lieben gerne. Sekunde. Wie viele Punkte hast du noch übrig? Wie viele Wounds hast du noch? Eine. Okay. Ja, das ist doch ein guter Moment, hier das Ganze zuzumachen. Dass du dich tatsächlich nochmal hochrappeln kannst und halt diese Treppe hochzukommen. Und im letzten Moment, als du gerade ganz oben stehst und praktisch schon aus dem Keller rausgucken kannst und sehen kannst, wie die Silhouetten deiner Freunde sich aus dem Haus entfernen, diese brennende Tür einfach mit so einer Wucht zufällt, dass du dann merkst, dass jetzt definitiv nicht nur der Backenzahn kaputt ist, sondern die Nase gebrochen sein wird und der Rest davon auch, du spürst scharfe Splitter in deinem Mund, fällst zurück und kannst im nächsten Moment noch sehen, wie so eine Welle aus Schlamm sich über dir erhebt und sich absenkt. Und das ist das Letzte, was du wahrnehmen wirst. Kann ich mich dann, in dem Fall würde ich mich dann gerne mit Wucht und mit Absicht quasi da reinstürzen. Kannst du machen. Was auch immer im Schlamm war, hat noch einen ordentlichen linken Haken abbekommen. Auf jeden. Bevor es dich komplett vergraben hat. Verdammt. Okay. So eine Blockflötenrechte ist nicht zu unterschätzen. You're joining the horror. The horror, the horror. Du darfst jetzt das Horror-Sheet lesen. Ja, hab's schon auf. Okay, die anderen. Ihr seid aus dem Haus gestürzt, habt aber gesehen, wie Wilson wieder zurückgezogen wurde, vor euren Augen, wie er fast die Tür erreicht hatte und plötzlich wieder zurückgezogen wurde. Was macht ihr? Und ein Feuer in dem Haus wütet. Mhm, ja, ihr merkt, dass in der auf der linken Seite des Hauses, wenn ihr darauf guckt, dass dort es plötzlich heller ist und rötlich erleuchtet. Ich vergesse. Habe ich die Handys gesehen, wo sie hat die Handys gelassen? Die Handys waren neben den Eingang gelagert. Also die. Ja. Konnte ich die nehmen und damit, wenn wir weg sind, wir könnten jemanden anrufen. Würde ich sagen, es ist eine Read-Probe, um die zu finden, oder? Ja, genau, das wäre eine Read-Probe, weil an sich habt ihr ja nicht drauf geachtet, ob die Handys dann noch dort sind, als ihr da rausgestürzt seid. Okay. Ich will nämlich auch noch was machen, bevor wir rennen, weil Chat rennt ja und Laura hinterher. Aber ich weiß nicht. 16. Bis die Handys hin. Ich kann die finden. Mhm. Okay, ich nehme alles. Okay, Laura?
Laura würde, du hast beschrieben, dass da so ein dickerer alter Teppich am Boden liegt, wenn man reinkommt. Ja, das ist das, was du gesehen hast, ja. Und Chad ist ja in Boxershorts und Laura ist in Shorts und im T-Shirt. Mhm. Wir sind im Wald und es ist neblig und es ist Spätherbst. Das heißt, Laura würde einfach diesen Teppich schnappen und das versuchen, so um sich und Chad zu wickeln und seinen Arm so über ihre Schulter und dabei ihn so zu halten, dass sie ihn halt so stützen kann und gleichzeitig immer noch so ein bisschen Druck ausübt, weil sie denkt, wenn wir schon jetzt hier loslaufen, muss ich versuchen, ihn wenigstens irgendwie lebendig durch diesen Wald zu kriegen halt. Chad, als Laura dir diesen Teppich umwirft und du siehst ja das Haus so als altes, verlassenes Gebäude momentan, siehst du, wie einige Spinnen aus diesem Teppich herunter hervorkrabbeln und über deine Haut hinweg. Ah, nicht das Ding! Und bleib weg damit! Und du musst dich beruhigen, du erfrierst! Würde ihren Arm mit dem Teppich wegstoßen. Mhm. Macht aber beide eine Sportsprobe, bitte. Laura möchte den Teppich zu ihm. Den Arm Laura gegen den Bodybuilder, das wird ja was. Chad ist ein bisschen panisch, was ist eigentlich? 11. Richtig scheiße gewürfelt und ich habe eine -1. Das heißt, ich habe -1 gewürfelt? Halt, stopp. Ich hab -1 da drauf. Ich habe aber insgesamt, ich habe Snake Eyes gewürfelt. Das heißt, ich habe eine 1 geschafft. Wow. Für 2W10. Das ist so ziemlich das Niedrigste, was geht. Ja. Ich wollte gerade sagen, schlechter geht eigentlich nicht mehr. Außer du hast eine -2 auf deinen Stat, dann hast du eine 0. Ja, das gibt's, glaube ich, endlich. Wilson, hast du dir schon die Horrorsachen durchgelesen und vielleicht zwei schöne Konsequenzen für die beiden? Weil es jetzt zwei Fails waren, paar Successes. Mhm. Chat, wenn du mich killst, werde ich dir helfen will. Also, ihr seid gerade da in dem Vorraum noch, ne? Und ja, wir sind gerade Vorstufe wahrscheinlich. Ja, also gerade raus beide. Hm? Gerade frisch raus, okay, alles klar. Dann flackern jetzt um euch herum plötzlich zwei geisterhafte Schemen auf. Und ihr seht Bettina doppelt neben euch stehen, links und rechts, die euch fies anlacht. Und Chad, was hast du gewürfelt? Eine 11. Eine 11, alles klar. Okay, die euch fies anlacht und dann bricht der Boden unter Chad weg. Und du fällst in eine Kuhle. Ah, wie tief? Also 3 Meter. Autsch. Ich bin auf 4 Wunden. Chad. Macht das eine Wunde? Ja? Tilo so. Nein. Würde Sinn machen, ja. Dann hörst du noch einen langgezogenen Schrei, der ein. So ein. Endet. Chad, nein! Sorry. Ich möchte auch, dass du so ganz cinematisch auf dieser Gardinenstange, auf die du aufgespießt bist, so langsam absinkst. Oh mein Gott! Ja. Siehst du dann, wie er so da. Da unten hat sich die Gardinenstange unten in das brüchige Fundament eingearbeitet und daran sinkt dann Chad langsam weiter herab. Du darfst den Horror-Sheet lesen und wir haben weniger als die Hälfte der Gruppe übrig. Es ist nur Laura und Tiffany. Die Mädels haben über... Die Mädels. Laura ist weiß wie ein Wand. Wie viele Lebenspunkte habt ihr beiden, Laura und Tiffany? How many wounds? Ich bin on maximum health. Ich habe 3 wounds. Alright. Ich glaube, Laura ist weiß wie die Wand. Sie greift Tiffany's Hände und sagt, in einem Notfall müssen wir erst die Lebenden versorgen, bevor wir uns... Also ich habe das Gefühl, sie guckt noch mal so runter, schüttelt sich einen Moment, schluckt dann schwer. Ich glaube nicht, dass wir Chad noch helfen können. Und das Haus, es geht ja auch gerade in Flammen auf. Und Tiffany, wir werden das überstehen. Ja. Wir gehen jetzt zu dem Ort, dann holen wir die Feuerwehr und einen Notarzt und kommen zurück und dann gucken wir, was zur Hölle hier eigentlich los ist. Josh hat gesagt, da geht's lang.
und sie zeigt in die Richtung, wo George ihr gesagt hat, dass es lang geht, weil sie hat ja gefragt, wo sind die nächsten Nachbarn und ja. Ja, er hat gesagt, 2 Stunden Cash Bears. Ja. Wir rennen, es kann schneller sein. Und da Tiffany ja die Handys mitgenommen hat, können wir ja die Taschenlampen von den Handys anmachen, oder? Mhm. Ja. Hat sich viel aber reicht, um den Weg direkt Laura. Für euch zu erleuchten. Und ich würde sagen, Laura und Tiffany, macht doch beide mal eine Coolprobe, ob ihr euch in diesem hitzigen Moment überhaupt orientieren könnt, wo es gerade in welche Richtung gehen soll. Okay, das ist wirklich nebeneinander. Nicht gut. Auch nicht. Oh nein! Ja, cool, 10. Chat, wir haben doch gerade so viele Konsequenzen hier freigeschaltet. Gleich 2 auswählen dürfen. Was meinst du? All the consequences. Wollte ich gerade angesprochen? Ja, genau, du kannst, wir haben jetzt mehr Konsequenzen freigeschaltet, also die dritte Tabelle dürfen wir jetzt noch nehmen. Mhm. Du darfst dir was aussuchen, wir haben 2 Fails. Party Successes. Weil ihr versucht euch da runter zu fahren und ja, klar, logisch, wir müssen hier weg und die anderen sind verloren. Ja. Aber okay, so dieses, es geht was schief. Ich hatte gerade gelesen. Wo, hm? Was? Die beiden versuchen jetzt wegzukommen. Okay. Und wir haben 2 Konsequenzen. Da wäre es ja praktisch, wenn du die aussuchst, am besten aus dem unteren Drittel, weil wir das durch dich gerade freigeschaltet haben. Mhm. Die Rache aus dem Grab, sozusagen. Ja, okay. Ihr rennt quasi jetzt diesen Hügel hinunter, auf dem das Gebäude steht, in den Wald hinein. Und ihr merkt plötzlich, wie mit jedem Schritt dieser Wald um euch herum schrecklicher wird. Ihr seht Bäume, die sich anfangen zu verdrehen und Äste, die so aussehen, als wenn sie nach euch greifen. Und die Straße erhebt sich vor euch und fängt an, vor sich euch aufzuklappen in einem 90-Grad-Winkel und zu drehen. Und um euch herum fangen auch an, in dem Matsch, auf dem ihr lauft, seht ihr Schädel, die nach euch rufen und die aussehen wie Bettina und sagt, bleibt hier! Und ihr könnt auch in diesem Matsch die Gesichter eurer Freunde erkennen, die in dem Haus zurückgeblieben sind. Ja. Und eine Blockflöte. Eine Blockflöte! Oh Gott! Tiffany, ja? Du spürst, wie du plötzlich in einen Tümpel reintrittst, in eine Wasserleiche und da drin einsinkst. Okay. Mit beiden Füßen und du bleibst stecken. Okay. Ich möchte probieren rausgehen. Laura, du siehst es auch, du läufst noch 2 Schritte und siehst dann, wie Tiffany da hinten stecken bleibt. Ich drehe mich um und schnappe so Tiffanys Arm und versuche ihr so zu helfen, da so rauszukommen. So, ich habe alle anderen verloren. So, I don't size enough. Und ich schnapp dich so und zieh. Das bin ich. Und du siehst, wie dieser Schlamm auch anfängt, an Tiffany hochzuklettern. Und Tiffany, du merkst das, wie eine dünne Schicht Schlamm anfängt, an ihr hochzuklettern und dein Gesicht näher kommt und deinen Augen und deinen Ohren und anfängt, in dich hereinzulaufen. Dann, wenn du dem entkommen möchtest, gib mir doch einen Escape-Wurf. Okay. Wenn du dem entkommen möchtest, falls sie dazu gerade Lust haben. Ist optional. Denkst du es auch über dich ergeben? 14. Yeah! Ja, gemacht. Dann schaffst du es gerade so aus diesem Loch noch so herauszukriechen, aber spürst überall noch diesen Schlamm an deinem Körper. Als wenn du ihn nicht so richtig abschütteln könntest. Laura, mach doch auch mal bitte noch eine schöne Sportlichkeitsprobe dazu. Du hast es erst möglich gemacht, wie du sie da rausgerissen hast. Mhm. Ja, stimmt.
ganz gut. Also eine 16 habe ich gewürfelt, ich habe da aber Minus drauf. 15 ist es dann aber noch. Alles supi. Es ist praktisch so eine halbe Pirouette, mit der ihr euch da gegenseitig rausreißen könnt. Na, nix wie weg hier! Okay, so was machen wir jetzt? Rennen! Wie viel Hope habt ihr? Wie viel Hope habt ihr zusammen? Ich habe einen Hope, glaube ich. Durch das. Hope. Ja, ich habe ich eine oder? Du hast gesagt. Hope generiert. Also du hast einmal gesagt, ich werde gleich zurück sein. Also hast du mindestens einen. Ja, ich habe. Und ihr habt dieses Engage in Vices gesagt, aber ich habe nicht gesagt, okay, ich nehme eine Hope oder. Aber ich würde trotzdem sagen, ist okay. Okay. Ja. Also ich glaube insgesamt, also ihr habt auch einmal Engage in Vices gehabt, dann I will be right back, ask who's there. Ja, genau. Ich habe das gesagt. Also habe ich zwei. Stimmt, dann hast du zwei, oder? Sogar drei. Okay. Weil ich persönlich fände es jetzt halt mega passend einfach, wenn euch das passt, natürlich auch gerne Veto, wenn ihr beiden halt wegrennt und denkt, dass ihr es geschafft habt. Ja. Und dann der finale Shot ist, dass ihr die ganze Zeit denkt, dass ihr euch an den Händen haltet und in Wahrheit ist halt in der Mitte zwischen euch Bettina, die ihr jeweils an der Hand haltet. Und dass also beim letzten Shot revealed wird, wie er sie da rauszieht und sie sich nur freut, aus diesem großen Bandkreis, in dem sie vorher war, halt durch euch herausgerissen worden zu sein. Und dann kommt natürlich Fade to Black und dann kommen die ganzen, wer alles mitgemacht hat und wer gespielt hat. Und dann der letzte Shot sind tatsächlich eure Hände, wie sie da sind. Und dann wird halt rausgezoomt, man kann sehen, dass halt nur noch die Hände da sind. Oh Gott. Und der Rest nicht mehr gefunden wird. Oh mein Gott. I mean, that would be an option. Ich möchte das gerne vorschlagen. Ja. 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 Spooky enough. Ja. Okay. Oh boy. Oh. Oh ja. Ich hätte aber ey, überlebt? Ja. Oh Gott. Crazy. Also crazy Spiel. Es ist mega weird, aber mega gar nicht mehr schlecht. Nee. Bettina ja, ist nicht. Es ist ein bisschen wie was heißt das? Betrayal in the House on the Hill. Ja. Ich habe das schon gespielt und ich mag es sehr gern. Es ist immer nicht gleich. Und so, wann ich habe diese gelesen, ich habe gesagt, oh, es ist gleich. So. Yeah. Oh ja. Yeah. Ich habe, bis ich das zum ersten Mal revealen musste, wusste ich nicht ganz genau, was für ein Horror ich da reinsetze. Was war das? Das war, also der Horror waren wirklich so eine Ansammlung Geister, die halt in diesem Haus umgekommen sind, die dort getötet wurden. Und die halt sozusagen ihre Rache wollten und alles mit sich genommen haben, was ging. Ja. Oh okay. Mann. Voll gut irgendwie dieses Feeling aufgebaut. Das war schon an einigen Stellen echt krass. Ja. Oh. Ich mag nicht Horrorfilms, aber diese kenne ich dann. Ja. Ja. Slasher. Ja, Buffy the Vampire Slayer mit The Gentleman, das kenne ich schon, aber das ist am höchsten. Ja. Ja, war cool gewesen. Also vor allem auch so dieses Spiel mit, okay, wie bringt man das jetzt rüber und alles so. Am Anfang war es total Cabin in the Woods-Feeling, weil dann so, was ist jetzt der Horror, der passieren wird? So eine Zombies, so eine Redneck-Zombies. Ja. Ist das jetzt wirklich irgendwie ein Sohn der Besitzerin, der alle umbringt? Oh, ja. Ist das irgendein Massenmörder, der plötzlich in das Haus gestolpert kommt? Ist alles. Aber wir sind total entgiftet und super entspannt. Ja. Ja. Noch entspannter geht nicht mehr, nachdem Rigor Mortis aufhört. Die Männer sind tot. Ja, gar nicht. Vielleicht. Oh, wow. Ja, vor allen Dingen, das Lustige ist ja, man weiß ja nicht, wen wird es erwischen. Wer wird der Erste sein, den es erwischt?
Tessa hat gesagt, so hart um Chat gekämpft, dass er nicht stirbt. Auf jeden. Unsere Zuschauer haben gesagt gehabt, dass Chat als erstes über den Jordan geht. Ja, also ich hatte auch war too wholesome. Ja. Ja, Ludwig war gut, großartig. Chat war auch 1A gespielt, auf jeden Fall. Es hat richtig cooles Feeling gegeben. Das war richtig gut, ich finde die Rollenspielrunde on point. Ich fand euch super auch. Also Ludwig, Wilson, yes. Same kann ich nur zurückgeben. Sind jetzt alle tot. Wow. Ja. Vereint. Machen wir weiter mit Lost Markers, würde ich sagen. Ja. Wir dürfen dann in der nächsten, die nächsten Besucher in dem Haus quasi willkommen heißen. Oh. Yes. Die sehen dann so den creepy Schatten mit der Gardinenstange drin. So. Ja. Und dem Sixpack. In der Dusche. Sehen eine Dusche. Stimmt, sie wollen gerade duschen sehen und sehen da dran nur einen dunklen Schatten mit einem knackigen Hintern. Ich glaube, du hast noch nicht genug Whey gegessen. Die ganze Zeit ist es Nebel, dabei ist es Proteinpulver. Du brauchst mehr Gains! Sehr schön. Bitte. Und nochmal ganz herzliches Dankeschön fürs Einladen und nochmal Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Auch für Caro, für die Organisation und alles. Ja, danke. Oh, danke, dass ihr mitgespielt habt. Gerne, gerne. Also, dass das, das, also, dass du Mühe gemacht hast bei diesem wunderschönen Overlay und mit dem Vorbereiten und. Das, tatsächlich stand dieses One-Pitch-RPG schon seit letztem Jahr auf meiner Bucketliste. So dieses, ich muss das unbedingt mal mit irgendjemandem spielen. Ja, es war super. Und es war meine erste Mal auf Deutsch zu spielen, so es war schwer, aber ich hoffe, super gemacht. Feuerprobe. Ja, ich lerne seit einem Jahr Deutsch, so. Aber ist richtig gut. Oh mein Gott. Das ist ziemlich gut. Also, Chaos. Gut. Mega gut. Dankeschön. So. Ja. Okay, wir haben es schon fast 10:30, also eine halbe Stunde eigentlich über dem, was ich geplant habe, war ja nicht so schlimm. Also das, der Spannungsaufbau muss ja sein, sonst wirkt das ja nicht. So, ich denke, wir gehen ins Bett. Morgen ist richtig Halloween. Tahina spielt beim Schmetterting, soweit ich gesehen habe. Ja, morgen leite ich beim Schmetterting einen One-Shot, düstere Strömung. Das ist eine Dampfschifffahrt, einen Fluss hinab. Und die Spieler werden, oder die Charaktere wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Und das Ziel ist rauszufinden, wie sie auf dieses gruselige Schiff gekommen sind. Und was da los ist. Dün, dün, dün. Geht um 8 Uhr los. Falls ihr noch nicht genug Grusel habt, vielleicht reicht es euch nach heute ja auch, was ich verstehen könnte. Es war sehr creepy, ich brauchte eine Support-Katze zwischendurch, also. Also für die Zuschauer, damit halt auch jeder weiß, dass wir da versucht haben, auf Sicherheit zu achten. Ich habe halt auch wirklich zwischenzeitlich gefragt, ob es allen okay, also wie es aussieht. Also gerade auch, weil als ich gesehen habe, dass bei mir da so die Gesichtsmimik dann schon so an dieses, okay, ich frage vielleicht lieber mal nach. Just the case, ja. Safety first. Genau, bei den anderen, Nilo, was läuft bei dir in den nächsten Tagen? Ich habe gerade so ein Spiel fertiggestellt, das jetzt im Hintergrund gespiegelt ausschaut. BTB, Banish the Beast. Da spielt man selber Halbmonster. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne auf meinem Patreon vorbeischauen. Ich wollte eigentlich morgen auch noch ein Pen and Paper machen, aber ich war jetzt gerade die letzte Woche krank. Ich bin auch mega durch. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich muss mal gucken. Aber es gibt morgen auf jeden Fall einen Stream. Aber vor 20 Uhr. Das heißt, ihr könnt dann pünktlich zu Laura, Quatsch, zu Tahina rüberwechseln. Gut geteilt. Wie aufgesprochen. Arne, bei dir irgendwas Öffentliches? Nee, ich nähe eine Cosplay von Critical Role. Kennen Sie, was es ist? Es ist von Percy. Es ist von den letzten zwei I'm thinking in French Emission. Episodes. Yeah. Okay, die habe ich nicht gesehen. Okay. They're on the way to Isengard. Sie ist deine Pirat. Ist der Rockner. Avantika. Ja. Und mein Mops hatte eine auch
Okay. Ich habe eins für sie gemacht. Ja. So, so wir sind gleich. Yeah. Die zwei Avantika. Cool. Nice. So cool. Wie jetzt bei dir irgendwas? Nichts Öffentliches. Okay. Oh, es leuchtet. Nee, cool. Morgen nur mit ein paar Leuten abhängen, offline Rollenspiele spielen und ein bisschen. Ja, Moment. Offline Rollenspiel im Online-Stream miteinander, aber nicht öffentlich. Okay. Ja, ansonsten bei uns läuft dann nächste Woche wieder montags Prepare the Game. Wo wir dann wie immer so ein bisschen Recap machen, was das letzte Mal passiert und halt so die nächste Folge von der Kampagne dann vorbereiten. Ansonsten, so als größere Ankündigung, Ende November haben wir einen Charity-Stream zum Thema Depressionen, wo wir dann so ein bisschen drauf aufmerksam machen, für die Deutsche Depressionshilfe sammeln. Dabei werden unter anderem sein Nilo mit seinem Stream, er wird dann das Ganze eröffnen mit seinem Frühstücksstream. Dann ist natürlich ist Hot of Tales auch mit dabei, dann Orkik, Pete von Mit Vorteil, die Jungs und Mädels vom Heldenpicknick und die Jungs von I Like Games. Habe ich irgendwann vergessen? Ich glaube, das waren jetzt, wenn wir sechs sollten, wenn sechs Teams waren, dann passt das. Genau. Das kommt dann in den nächsten Monat. Ansonsten, danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Das war, ich fand es sehr lustig und teilweise auch wirklich schön creepy. Ja. Ich hoffe, unseren Zuschauern hat es gefallen und dass ihr dann nächste Woche zu einer ganz normalen, regulären Sendung wieder einschaltet. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns, subbt uns, folgt uns auf YouTube, dort könnt ihr auch immer unsere VODs wieder nachschauen. Und ansonsten ein schönes Wochenende, schöne Halloween. Stopft euch mit Süßkram voll. Yeah. Gutes Gruseln. Ja. und noch eine schöne Halloween. Yeah. Happy Halloween. Happy Halloween. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.